Hallo, Ali hier und willkommen zurück. Ich bin wieder da, genau, Minsk. Ich war im Urlaub und also mit Familie waren wir für ein paar Tage weg, dann kamen die Osterfeiertage und heute bin ich wieder da. Passend zum 1. April, ist also kein Scherz, ich bin wirklich wieder da und zwar mit auf Life and Land. Oder wir kennen es als Circle of Kerzoven. Das heißt bei mir schon was, wenn es ohne Fehler läuft. Verspreche ich aber nicht zu viel. Also, wir haben im Mai, genau, Mai, haben wir schon einmal über dieses Spiel theoretisch gesprochen. Da gab es Circle of Kerzoven, hieß es damals noch. Es hat eine Umbenennung hinter sich, jetzt ist es auf Life and Land. Und morgen ist Release. Ja, dann 24,99. Ich hätte ja schon vorgestern mit euch reinschauen können, aber da war ich leider nicht in der Nähe meines Rechners, sondern in Berlin war ich. Ich war fünf Tage. Ja, nicht war ich nur 3 Tage da, also 4 Nächte. Also sagen wir, ich war 5 Tage weg. So. Und zwar halt in Berlin. Und jetzt hier. Da ich da relativ kurz vorher erst die Mail gekriegt habe wegen dem Key für das Spiel und ich erst heute gelesen habe, dass ich ein Giveaway-Key hätte kriegen können, müssen wir leider ohne herhalten. Ich habe, nachdem ich den Stream gestartet habe, habe ich den Entwickler nochmal angeschrieben oder den, wie nennt sich das? Public Relation Manager oder wie auch immer. Und mal gucken. Also. Auf Life at Land, wie gesagt, wir kennen es schon, es ist so ein ganz entspannter Siedlungssimulator. Man baut halt freudig auf und versucht, die Umwelt nicht zu sehr zu zerstören, weil irgendwann gehen halt auch die Leute drauf, weil sie nichts mehr zu futtern finden und so weiter. Also jedes Tier dort, also nicht nur jeder Typ, der da rumläuft, wird simuliert, auch jedes Tier. Man hat verschiedene Regionen, wo man dann Siedlungen bauen kann und wo es dann verschiedene Rohstoffe gibt und. Ich war zwischendurch einmal in einer der anderen Beta-Versionen drin, aber nicht so ausgiebig, wie ich es gerne gewollt hätte, weil ich einfach viel zu wenig Zeit habe für viel zu viele schöne Spiele. Und wir schauen hier jetzt einfach mal schön zusammen rein und hoffen, dass das irgendwie hier funktioniert. Ich hoffe auch, der Ton passt. Ihr hört zumindest ein bisschen was von dem Gedudel und nicht nur mich, beziehungsweise ihr hört nicht nur Gedudel, sondern auch mich. Ich bin da optimistisch. Also, genau, es ist plötzlich das Haus von Zerkoven, nicht mehr das Land von Zerkoven, ist aber auch, oder Kerzoven, ich sag das immer falsch, ne? Ist auch egal. Du schaltest das Spiel mit 10 Siedlern auf einer ausgeglichenen Karte. Genau, das ist mein Plan. So, jetzt freut sich die Iliane. Iliane, genau, dass wir da sind. Schon mit Intro. Ich glaube, das war letztes Mal noch nicht, ne? Dass die dabei war. Es wurde eine Karte gezeigt, glaube ich. Über die Entwicklung. Haben sie das geändert? Ich weiß es gerade nicht. So, eine wichtige Aufgabe. Das ist immer gut. Genau. Genau. Da unten ist das total doof, ne? Alles voll und dreckig und böse. Ne? Das einfache Volk ist Erbteilung immer kleiner, wenn die Steuern gleich hoch bleiben. Und so, oh Gott, die haben kein Land mehr und müssen steuern. Das ist voll doof. So, neues Land gibt es da unten nicht. Ist auch schwer, neues Land dazu zu gewinnen und deswegen wandeln die alle aus. Selbst in Aal gibt es mehr und mehr nicht erbberechtigte Nachkommen. Oh nein. Wir sind Kerzoven, einer der größten Ländereien des Reiches. Noch haben wir keine großen Städte und ertragreichen Dörfer und deshalb unbedeutend. Das möchte ich ändern. Ach, guck mal hier. Ein gehender Bauernadel. Ich schicke dich in den Norden, erschließe die Region. Sei weise, das ist schon schwer. Und sieh zu, dass es den Leuten an nichts fehlt. So werden neue Siedler zu dir stoßen und wenn du ihnen und ihren Sitten offen und anständig begegnest, werden sie auch bleiben. Ich bin da relativ offen, was sowas angeht, ne? So, Gemeindezentrum, acht auf die Vorräte, Sommer ist bald vorbei, alles okay. So, jetzt hoffen wir halt einfach mal, dass wir nicht verhungern. So, willkommen. Jetzt bekommt man sozusagen erstmal wieder dieses Grundding. So, Leertaste für Pause ist immer sehr wichtig. Jetzt können wir ein bisschen rumrotieren, wir können rumzoomen, wir können uns rumbewegen. Wir machen erstmal die Tutorial-Aufgaben wieder durch. Das ist immer am einfachsten.
In einer nativ simulierten Welt hat jede Aktion eine Reaktion. Baue deine Siedlung, kümmere dich um deine Leute, Ressourcen, Produktionsketten und die Interaktion mit der komplexen Umgebung. Wie weit willst du natürlich in Kreise eingreifen? Du entscheidest. Findest du unten Informationen zum Spiel zum Nachschlagen. Genau, da gibt es auch ein Wiki und ein Discord, wenn man Hilfe braucht, die grundlegende Steuerung und so weiter. Das gehen wir jetzt hier alles einmal durch. Das machen wir erstmal wieder zu. Ich habe keine Ahnung, wo wir das wiederfinden können. Das sind einfach nur, ach guck mal, wir arbeiten wieder ein paar Steam-Erfolgen, die gibt es jetzt auch, die gab es in der Demo halt noch nicht, weil ich, jetzt haben wir hier, genau, die Karte, und was ich nicht geändert hat, ist dieser fiese Abriss, genau, an der Karte, aber das kennen wir schon, die Karte müsste dieselbe Karte sein wie vorher, genau, scheint sich nicht viel geändert, die Karte ist gleich, ein paar Mechaniken haben sich geändert, und das Baumenü ist sehr viel größer geworden, weil jetzt kann man halt alles bauen, ich glaube, in der Demo, die wir gespielt haben, war Ende... Bei hier irgendwo, ne? Ich glaube, Ebene 4 gab es schon nicht, ne? 3 konnte man, glaube ich, noch teilweise. Genau, Fischerei, Förster, da weiß ich gerade nicht. Ich glaube, bis 3 kam man noch. Ich weiß es aber gerade nicht so genau. Ist aber nicht schlimm. So. Also, wir sollen was bauen. Und zwar erstmal brauchen wir einen Forstplatz. So, Forstplatz. Mit der Taste R können wir den Forstplatz drehen. Warum? So. Die haben Einzugsbereich, man sieht es, wie die Bäume drin sind. Über R können wir es rotieren, haben wir das nämlich auch schon geklärt. Und jetzt setzen wir den irgendwo hin, wo viele Bäume sind. Guck mal, hier oben wäre es theoretisch voll cool, da müssen die so ewig weit laufen. Ne? Ist das schlimm? Nein. Es gibt vorgefertigte Brücken, es gibt vorgefertigte Rampen nach oben, das kennen wir auch schon. Das haben sie auch nicht geändert. Bringt uns auch nicht um, da können wir jetzt einfach... So. Der Forstplatz wird gebaut. Wir brauchen eine Sammelhütte, damit keiner verhungern muss. Also gibt es hier noch eine Sammelhütte. Da gibt es auch nicht schön viel zum Sammeln. So. Dann braucht man ein Gartenbeet. Wo kriege ich das denn jetzt her? So eine Mauernproduktion. Komisches Gartenbeet. Einfacher Steinmetz. Genau. Der war aber, glaube ich, Steine gab es nur da oben zuerst am Anfang. Ne? Genau, die gab es hier hin. Und hier unten gibt es ja auch Steine. Waren die schon immer da? Bestimmt. Wo kriege ich das Gartenbeet? Gehört das dazu? Ich kann zu allem was ausfragen, nur nicht zum Gartenbeet. Was ist denn das? Steinmetz, Angelplatz, Steinmetz. Boah, das machen die schon selber. So, Straße. Straße verbindet sich erstmal damit. Dann. Straße war voll super. Freut sich die Umwelt immer rüber, wenn man Straßen baut. So. So. Das haben wir. Dann fangt jetzt mal an. Wir sind jetzt erstmal total überfordert, weil sie, oh Gott, wir sind 10 Leute und müssen so viele Sachen bauen. Wir haben nicht mal genug Schlafplätze. Ankunft. Genau, wir sind angekommen. Es ist Zeit, das Versprechen des guten Lebens in die Tat umzusetzen. So, hier oben sieht man die Jahreszeiten. Ne? Wie gesagt, wir kennen das. Man kann hier auch, glaube ich, auch, wie war das beschleunigen? Das war Plus-Minus-Tasten, glaube ich, oder? Nee, 1, 2, 3, doch damit. Ging das nicht so? Genau, man konnte das in viel größeren Ebenen machen. Ne? Genau, sehr, 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 sehr. Das ist hier voll meins. Ne? Als zwar Fortnite-Spieler bin ich immer so am Fluchen, dass die Zeit nicht vorbeigeht. Hier schon. In dem Spiel funktioniert das. Na, wo kriege ich jetzt so ein Garten? Beet her. Kommt das bei der Sammelhütte? Es gab nachher, glaube ich, es gibt ja hier nachher so eine Stalljagdhütte, Töfferei. Wo war denn das? Ein Bauernhof gibt es nachher mit Beeten. Also mit dann, wo man dann hier Weizen und so weiter anbaut. Was Gartenbeet sagt mir nichts. Steht gerade auf dem Schlauch wahrscheinlich. Wie so oft. Hört uns nicht. Sind wir ganz ehrlich, stört uns nicht, kriegen wir alles hin. Wie, genau, baut mal. Und danach müssen sie 5 Millionen Straßen bauen. Ne? Na gut. Ohne dem verhungern wir.
Da gibt es jetzt wenigstens Holz. Verbesserungen können wir noch nicht. Das ist nachher hier. Man kann zusätzliches Personal, glaube ich. Ach, guck mal, ich bin schon da. Genau. Scheiße. Wo ist das? Es gibt eine. Wo war das? Das muss ich jetzt nachgucken. Verdammt. Ich bin voll schlecht vorbereitet. Nein, bin ich nicht. Ich hatte das mal eingerichtet. Es gibt Befehle. Es gibt eine Integration, nämlich extra. Wo habe ich das? Wir lassen das einfach mal ein bisschen weiterlaufen, während ich die Sache nochmal raussuche für die Twitch-Integration. Ich habe die nämlich aktiviert. Und irgendwo drin ist es. So, hier steht das. So, Twitch-Integration. Gerzhofen Wiki-Integration. Schau dir bitte die Kurzanleitung in unserem Wiki an. Ja, natürlich, das mache ich doch mal ganz spontan hier. Ich habe das hier drin aktiviert und mir die Integration nochmal angeguckt. So, after opening the game, go to the setting, switch to integration option. Das habe ich gemacht. Namen eingeben habe ich auch. The connection is now established. Habe ich auch. User writing a message into the chat and now getting into the list. Starte ein neues Szenario. Und dann gibt es Befehle und so weiter, ne? People in Chat can show Emotes vom Target und irgendwas. So, und jetzt gab es doch mal irgendein. Ja, ich autorisiere das einmal kurz. Und dann gab es doch. Ich hatte da mal einen Command für. Den müsste ich doch nochmal wieder aktivieren. So, wo sind sie denn? Commands. Kickstarter ist es ja nicht. Kerzhofen, idyllisch. Bla 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 bla. Tagesablauf, Hype. Oh Gott. Mein Mikro ist im Weg. Ich sehe meine Befehle gerade nicht mehr. So, Moment. Habe ich es gelöscht? Alter, bin ich doof. Nein, warte, da ist es. Über Emotes. Das ist wieder aktiviert? Ich glaube ja. Finde ich interessant. Wir gucken mal. Jetzt muss ich den Titel nur wieder ändern, ne? Ah, ich bin so ein Profi. So. Emotes. Fertig. So. Jetzt bin ich hier, glaube ich, hier links, rechts immer komisch rumgeguckt. Und ich hoffe, ich habe es richtig eingestellt. So, jetzt sind wir wieder. So. War es kurz schwarz, aber wir sind wieder da. So, wo kann ich mir jetzt... Ich kann mir jetzt die Leute angucken. Minsk und Bu ist da. Perfekt. Und ich bin hier. Oh Gott, ich sterbe doch sowieso wieder. Aber Minsk und Bu ist da. Minsk und Bu ist relativ glücklich. Ich bin anscheinend der Einzige, der Arbeit hat. Nehmt euch mal ein Beispiel an mir. Ne? Hier, so, ich hier so als schwer arbeitender Holzfäller. Und Minsk macht einfach gar nichts. Guck mal, das ist... Das mag ich. So was finde ich super. So, jetzt steht da drin, dass nur drin ist, wer vorher schon im Chat war. Das stimmt aber nicht, weil das hatten wir zum das hatten wir zumindest bei der Beta, die wir gespielt haben, wo es um den Kickstarter ging, nämlich auch. Warte mal, wenn ich jetzt schon hier diese komischen Befehle und so weiter habe, wo ist denn das hier? Habe ich nicht Kerzhofen? Was machen wir jetzt? Machen wir nicht Kickstarter? So, warte mal, habe ich nicht ein Release? Ich hatte mal ein Release-Befehl. Habe ich nicht mehr. Kickstarter, Hype, Giveaway. Habe ich leider nicht. Ist voll frustrierend. Ich habe mein Bestes gegeben. Indem ich heute erst gemerkt habe, dass es ein Giveaway hätte geben können. Habe ich gerade keinen Befehl für. Ist auch egal. Ihr macht das schon. Ich bin da ganz optimistisch. Ihr könnt, wie gesagt, über... Ich teste einmal, ob es jetzt klappt. So. Emotes. Wie heute noch Twitch bei. Was ist denn das für eine Ansage hier? Ich bin doch hier. Ich kann in meinem eigenen Chat nicht schreiben. Was denn das für eine Logik? Ich kann meinen eigenen Chat nicht schreiben. Emotes. Oh Gott, es gibt eine ganz schöne Liste von Emotes. So, das müsste so halt funktionieren. So, und immer wenn ich rauswechsle, wird das Bild kurz schwarz.
Ah, okay. Ich musste das einmal ausprobieren. So. Und theoretisch, wenn irgendjemand irgendwas feuert, kann ich jetzt selber auch Emotes, also kann ich jetzt zum Beispiel einfach sagen, so, wo bin ich denn gerade? Ich muss mich einmal kurz finden. Nicht das Fenster, folge dem Ziel. So, da bin ich. Der schwer arbeitende Typ. Und wenn ich jetzt sage, einfach, was habe ich jetzt? Was gibt's denn hier alles? Zunächst einmal ausprobieren. Ich habe eine Idee. Boah, ich bin so schlau. Es funktioniert tatsächlich. So, das Einzige, was ich nicht hingekriegt habe, ist, dass ich in meinem eigenen Ops als angemeldet zähle. Warum machen? Kann ich sowas priorisieren? Hohe Priorität. Baut das. Wichtiger als Straße. Das ist nämlich Essen. Wir wollen ja nicht verhungern. So, das muss, glaube ich, wenn ich das... Kann man das hier aufstufen? Genau, das kann man verbessern. Und dann kriegt man, glaube ich, auch mehr Leute hier rein. Kommt aufs Gebäude an. Bei der Sammelhütte gibt es auf alle Fälle mehrere. Ich glaube, bei dem Holzfäller jetzt nicht so wirklich, aber da schleppen sie das Holz schon hin. Das Holz muss nachher verarbeitet werden. Da gibt es ja nahe, also wie es halt ist, immer mit diesen Produktionsketten, ne? Das Holz auch verarbeiten, noch was, genau, da gibt es einen Sägeplatz, da wird das Holz dann verarbeitet. Muss ich noch was, neben dem Holzfäller, glaube ich, noch ein Forst, also neben dem Forstplatz, glaube ich, noch jemand wieder aufforstet oder war das automatisch? Oh, es ist lange her, wirklich. Wir haben noch für 2 Tage was zu essen, danach verhungern wir. Getränke heißt es. Was nicht mal Wasser? Nee, das Wasser ist extra, das wird nachher aufgefüllt. Kann man gucken, was man genau hat, genauso was wir haben, zum Beispiel 30 mal rohes Fleisch. Wir sollten mal kochen lernen. Wäre vielleicht eine Idee. Es kommt bestimmt gleich, aber dann erst. Dann kommen die Sachen hier gleich. Kleine Feuerstelle und sowas, was man alles machen muss. Wie gesagt, ihr sollt damit anfangen. Wo sind die? Da hinten. Ich mag auch die Musik, dieses Entspannte. Euch ist kalt. Ja, je schneller ihr euch hier beeilt mit den ganzen wichtigen Sachen, ne, also dass ihr die Sachen hier baut, desto mehr kann ich euch eine Wohnung geben und nachher Klamotten. Guck mal, Hauptsache, dem Rothirsch geht's gut. Sache ist, glaube ich, dass alle Aktiven im Chat nicht nur Bewohner hier sein können, sondern die können auch Tiere werden. Ne? Und das war nämlich das, wo wir schon mal vorstanden bei der Beta. Und ich deswegen nicht alle Zuschauer finden konnte. Hier müssen wir auch irgendwie noch. Hier ist eine Mine, Zinnvorkommen und so weiter. Meistens gibt es halt nur. Wo war denn die Karte? Moment. Da ist unser Dorf. Die Ansätze vom ersten Dorf. So, jetzt sind wir hier. So, wir haben die ersten Leute hier. Guck mal, Minsk hat jetzt auch einen Job und kann arbeiten. Hier ist noch ein Job auf. So. Attack sagt er. Oh Gott. Wen? Warum? Weshalb? Wo bist denn du? Das müssen wir erstmal wieder finden. Habe ich das übersehen? Ich muss es übersehen haben. Es kommt gerade nämlich nicht. Irgendwelche Viecher haben uns das Essen geklaut. Viel schlimmer. So. Also, ihr kümmert euch, ihr sammelt Gras. Ne? Gras und Getreide. Okay, Aktivitäten ist halt hier einfache Ernte einholen. Das Gartenbeet fehlt mir trotzdem noch. Sammelt Gras. Knospen auf Lütte. Getreidekörner, hole Früchte, hole Gemüse, sammle Wurzeln und Knospen und sammle Gras. Pflanzen und irgendwas. Und hier gibt es das jetzt. Nadelbaum, Ostbaum, Kaktus, Weizenfeld, Gartenbeet. Kann ich das jetzt hier einfach nebensetzen? Und dann machen wir das so. Da ist es. Bei Grünzeug. Da gibt es auch die Weizenfelder, da kann man die Büsche und so weiter. Genau, da ist das gewesen.
Obstbäume. Na, dann haben wir jetzt hier nicht ganz so das Problem hier. Was Essen kriegen. So, der Steinmetz arbeitet der Dennis drinne. Alles okay. Und wenn wir jetzt das Gartenbeet fertig hätten, könnten wir uns um Essen und Trinken kümmern. Ich meine nicht um Essen und Trinken, sondern um hier. Ja. Um Unterkunft und Feuerstelle. Können wir trotzdem eine Feuerstelle bauen. Ganz schön groß die Feuerstelle, ne? Ach komm, machen wir die hier. Ich baue die jetzt nämlich trotzdem. Auch wenn die noch nicht im Auftrag ist. Die ist wichtig. Rohhütte. Platz für zwei Leute. Das ist ein bisschen wenig. Wie machen wir das denn so wohnraummäßig? Warten. Ich baue gleich sonst wieder 10 Häuser. Wer das Schaf uns das Essen klaut. Schade, deswegen bist du auch so glücklich, ne? Sie einfach in Luft aufgeht. Nein, er schläft jetzt im Busch. Hat sich versteckt. Der Dieb. Schaf hinten, dann guckt er noch raus, aber sonst ein gutes Versteck. Keiner wird dich jemals finden. Wir brauchen einen Jäger. Brauchen einen Jäger, der die Schafe jagt. Bam, 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 bam. Fraktionsdaten, das sind nur die Leute hier, ne? Lager, Zählung. Es gibt immer mehr Rothirsche. Ja, okay, das ist wahrscheinlich auch. Warum ist in der Sammelhütte einer weniger? Warum arbeiten nicht drei Leute in der Sammelhütte? Wir hätten da keine Lust drauf. Was ist mit Petra? Petra wirkte so unbeschäftigt. Holz ist schon da. Braucht man schon noch Bretter oder sowas, ne? Wenn man das, wovor war das? Das war hier, Feuerstelle. Ne, Bretter braucht ihr nicht. Baukosten sind einfach nur 10 Holz. Sägeplatz können wir trotzdem einmal. Den bauen wir hier einfach in die Nähe. Direkt hier so neben der Holzhütte, neben dem Holzfäller. Na, war das ein wenig. Und hier ist ein einfacher Backofen. Eine kleine Mühle. Ihr sammelt ja hier eh irgendwelches Weizen und so weiter. Namen ändern. Auf den Namen der Siedlung, um diesen zu ändern. Ja, Moment, können wir gleich machen. Und wir brauchen eine Stroh. Wir erinnern erstmal, wir heißen nicht Tal, wir heißen Harlingen. Harlingen ist ein voll super Name und deswegen bauen wir jetzt auch Strohhütten, damit die Leute in Harlingen auch irgendwo leben können. 1, 2, 3. 3. Müssen nicht alle ein Bett haben. Noch haben wir nichts zu essen, ne? So, was macht ihr? Fanny und Luca sind hier am Arbeiten und kümmern sich zumindest um das Essen. Haben Brot, Früchte, ein bisschen Fleisch garen. Okay, ihr macht das schon. Ich hoffe, dass hier dann keiner verhungert in der Zeit. Wir bräuchten ein Lager, das nicht mehr diese Kisten sind, sondern wirklich ein Lager. Das wäre, glaube ich, hier irgendwo. Es kommt aber erst später, oder? Das im Gemeindezentrum ist, glaube ich, ein Lager, ne? Oder auch nicht. Na, Scheißhaus, Zunfthaus, Kehrplatz, Schrein, Marktplatz, Schankstube, Großhütte, Herzhafte Küche, Waschhauskirche, Hafen, Steinstraße. Ja, und wie gesagt, hier unten waren wir noch nie. Residenz, Apotheke, Restaurant, großes Badehaus und eine Kathedrale. Oh Gott! Wenn aber jetzt riesig hier, ne? Backstücke, großer Holzzaun, Stauwehr, Steinmauer, gesichert so, kleine Laterne, große Laterne, Holzfackel. Wir machen das hier schon. Das wird schon alles werden. Was? Dann schon wieder, naja, hier sind sie schon wieder am Essen und Trinken und wollen nicht arbeiten und schlafen im Dreck und. Denn er schimpft mit denen. Sieht zumindest so aus, als würde er schimpfen.
Das ist ein Laufweg, das was in den Tag über gelaufen ist? Oder was sind das für Linien? Auf alle Fälle bewegt er sich. Im Urlaub bin ich auch unglaublich viel bewegt. Das war die Familie auch nicht gewohnt. Ich gehe gleich schlafen. Waren sie teilweise doof. So, wir verhungern übrigens, ne? Wenn wir so weitermachen. Wir haben aber Getreidekörner. Was uns nicht hilft, weil wir brauchen den Drehmühle und den Backofen. Dann haben wir das zumindest, ne? So, da ist Stefan am Arbeiten. Ist jemand noch arbeitslos? Zwei. Ja gut, das reicht dann ja für Drehmühle und Backofen, ne? Ja, Autosave funktioniert immerhin auch. Sehr wichtig. Bei mir Autosave immer sehr wichtig. Wir kennen das, ne? Ab und zu schmiert ja gerne mal was weg. Will ich dem Spiel jetzt nicht unterstellen, aber wir kennen das bei mir und wenn ich spiele, ne? Da kann der Spieler ja nichts für. Wir haben 100 Wohlstand. Also wir haben Knete. Hat guten Boden, nee, hat es nicht. Wächst langsam. Immerhin wächst es. Nährstoff im Boden geht so. Ja, woran sieht man das denn? Kann man ein bisschen so eine Karte über dem Boden? Dreck. Hier machen wir die Abortgrube. Lassen wir alles hier in den Bach leiten, in den Fluss leiten, in den See hier. So, dass wir weggespült. Hier werden ja keine Leute eingeteilt. Ne? Das sind die, die an der Sammelhütte einfach mit los sammeln. Das heißt, wir können auch theoretisch einfach mal direkt eine Weizenbude hier, also hier so ein Weizenfeld mitbauen. Irgendwie so. Ihr macht das schon. Ich bleib optimistisch. So. Dauert halt nur, ne? Das ist ja auch Weizen. Ihr könnt auch sonst wilden Weizen sammeln. So schlimm ist das doch nicht. Aber habt ihr jetzt einen Tag lang gar nichts gemacht? Weil euch Äste fehlen. Weil ihr keine Äste sammelt, ne? Wo waren das hier? Ne, da musste ich auch hin. So. Holt Gemüse, Knospen, Gras. Wo kommen jetzt die Äste nochmal her? Was tut das? Sammel Äste. Muss ich jetzt noch eine zweite Holzbude machen, ne? Ich könnte. Was haben wir denn jetzt so lagermäßig? Moment, wo war das jetzt schon wieder? Nee, nicht, eigentlich nicht da. Was ist uns hier? Lager. Wir haben keine Bretter. Wir haben kein Feuerholz. Wir haben kein Rohsholz. Wir haben kein. Mensch. Arbeitet mal mehr. Moin, Caleb. Bist du jetzt hier aufgetaucht? Bist du jetzt einer? Nein. Bist du ein Schaf? Bist du erst einer der vielleicht neu kommenden Siedler, falls jemand neu kommen möchte? Wir wissen es nicht. Doch, der hat mal, der klappt. Also, eigentlich schon. Du bist noch nicht da. Also, ich bin drin und Minsk ist drin. Und du könntest halt auch ein Schaf sein, Caleb. Ich weiß es nicht. Jeder Zuschauer kann halt irgendwas werden. Also meistens sind, glaube ich, Bürger, aber ich glaube, wenn, dann kommst du erst als einer der Neuzuwanderer dazu. Wir gucken gleich mal, wenn wir irgendwann mal neue, wenn die vorher nicht alle verhungern. Das sieht aktuell doch sehr nach Verhungern aus.
Also in der Theorie ist, dass jedes Tier theoretisch also auch benannt werden kann. Also du könntest auch theoretisch ein Feldhase werden. In der Theorie. In der Praxis soll es eigentlich hauptsächlich, also priorisiert halt die Bewohner nehmen. Und ich vermute, neue Siedler bekommen dann Namen von neu gejointen Zuschauern. So, ihr habt kein Gras und keine Stöcker. So, könnte jetzt mal bitte jemand. Wir können euch auch sagen, warte, wie war das jetzt hier? Nicht das und auch keine Pilze, sondern einfach nur sammel mal Äste. Ali, tu was für das nicht vorhandene Geld. Sammel Äste, bevor wir alle verhungern müssen. Ich wollte das Getreide verarbeiten. Ich glaube, die Idee war doof. Ich hätte. Wir haben gar kein Getreide, ne? Hilft nicht mal. Wir haben nicht mal Getreide. Warum nicht? Getreidekörner doch da. Hauptsache, ihr habt jetzt Häuser. So. Feuerholz und grobe Tücher. Nutzt das Baumeln raus, so viel man grobe Tücher herstellt. Ja, das weiß ich. Das ist theoretisch über hier herstellen und dann kann man hier Schneidertisch und dann wird halt hier aus Gras und Leder. Dafür muss ich aber erstmal jagen. Oder nicht? Grobe Tücher werden hergestellt. Produziert grobe Tücher. Ich benötige grobe Tücher. Um grobe Tücher. Das ergibt. Nee, null. Ja, Leder und Wolle. Hier, so weit bin ich doch noch lange nicht. So, kümmert ihr euch jetzt um das Essen? Perfekt. So, wie sieht es hier aus? Alle haben einen Job. Auf der einen Seite ist das gut, auf der anderen Seite, wer baut denn jetzt für uns? Also, Baumenü, hier, rudimentärer Schneidertisch. Bauen wir weiter daneben. Knapp neben der Feuerstelle, damit der Stoff brennt nicht so gut. Wir sind immer noch im Frühjahr, ne? Genau, das dauerte, ne? Warte, wo war denn? Da ist die Karte. Genau, es gibt Harlingen, das sind wir und das sind die anderen Regionen, die kann man alle erkunden. Dafür brauchen wir aber erstmal mehr Leute. Also wir sollten den Anfang erstmal schaffen und dann kann man sozusagen die anderen Regionen mit einnehmen, ne? In der waren wir schon. Die anderen haben wir, glaube ich, mal kennengelernt. Die kenne ich noch nicht. Ich würde es ja auch gerne vergrößern, ne? Aber. Oh, wir haben ein bisschen was geschafft. Wir sind nicht mal ganz so schlimm. Wir haben jetzt wieder fast einen Tag Reserve. Nein, können wir nicht. Wir können die nicht einfach alle direkt verbrennen. Also nicht, dass ich dem abgeneigt gegenüber wäre, ne? Aber. So, also, ihr sammelt wieder alles, ne? So. Ihr drei. Wann kommt denn immer Zuwanderer? Immer zum Jahreszeitenwechsel? Das stimmt ja nicht. Am nächsten Tag? Weil die Jahreszeiten sind ja variabel, abhängig von welcher Region man ist. Weil manche Regionen sind ja kühler, manche sind wärmer. Wir sind halt jetzt in der sozusagen im gemäßigten Klima. Deswegen haben wir alle Jahreszeiten ungefähr gleich lang. Und brauchen deswegen nicht ganz so viele Reserven für Nahrungsmittel, wie zum Beispiel, ich glaube, wenn wir im Gebirge und so weiter sitzen, sieht das wiederum anders aus. Jetzt muss ich das hier wieder. Ihr dürft wieder alles machen. Ich darf wieder alles machen. Ich darf wieder alles. Alles muss ich alleine machen. Immer muss ich alles alleine machen. Oh. Schrecklich, schrecklich. Bauen auch die anderen beiden Buden. Ich glaube, wenn erstmal alle ein Haus haben, sind die, glaube ich, erstmal zufrieden. Also zufrieden. Also ich finde, so ein Dach über dem Kopf ist schon cool. Ist also, finde ich, ist verständlich. Was habe ich da jetzt nochmal gebaut? Baustelle. Der Schneidertisch. Ja, genau, wo uns die Leute für fehlen. Aber nicht schlimm. Kann der Feldhase mal aufhören? Oh, das schafft doch bestimmt auch wieder. Guck mal, da kommt jetzt ein großes Tier. Feldhase im Gepäck. Guck mal, keins der Schafe ist ein Kalem. Es gibt kein Kalem-Schaf.
Jedenfalls nicht hier in der direkten Nähe. Wir gucken gleich mal. Ich hoffe, ihr habt, nehmt mir das nicht zu krumm, dass ich längere Zeit weg war. Ich habe vorhin geguckt, der letzte Stream, der war am 18. Das ist also fast 2 Wochen her. Ne, weil als eine Woche konnte ich nicht, da war ich auf einem Schachturnier zusammen mit meinem Sohn. Ich fand es super, mein Sohn fand es kacke, weil ich mit 2 Punkten sehr zufrieden war. Er nicht, was einfach daran liegt, dass er auch besser ist als ich. Das Getreide wächst. Und nach dem Turnier sind wir halt danach mehr oder weniger in so einem kleinen Kurzurlaub gefahren. Und jetzt muss ich Werbung machen. Wenn ihr mal irgendwo, keine Ahnung, wir sind ja nach Berlin gefahren und ich hatte keinen Bock, die ganze Strecke durchzuziehen. Ne? So 5 Stunden Autofahrt fand ich voll schrecklich. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir machen das, wir machen einen Zwischenstopp dazwischen. Dann waren wir auf der Schlangenfarm in Schladen. Also, wer Bock auf Schlangen hat, ne, fahrt zur Schlangenfarm in Schladen. Voll cool gewesen. Die Kinder hat's abgefeiert. Eigentlich heißt es so, wenn man im Internet guckt, ne, sagst du, ja, hier 2 Stunden Zeit kriegst du. Meine Familie hat es geschafft, ganze 4 Stunden sich mit Schlangen zu beschäftigen. Das war total cool. Richtig. Ist noch alles im Aufbau, ein bisschen im Umbau und so weiter. Sieht teilweise noch ein bisschen altbacken aus, weil das Ding ist ganz schön alt und die neuen Besitzer machen das noch nicht so lange. Aber war richtig cool. So, das war jetzt meine Werbephase gerade ein bisschen. Weil ich muss ja ein bisschen Werbung machen. Während ich Werbung mache, gucke ich jetzt einmal, was habe ich denn jetzt hier für eine Nachricht gekriegt? Nee, schade. Ich dachte gerade, ich hätte jetzt eine Nachricht von dem gekriegt, was ich gerne jetzt hier. Klappt nicht. Das war einfach zu spontan, die Anfrage. Nee, grobe Tücher aus Gras. Okay. Oder aus Wolle. Und danach, ach, und dann kommt die einfache Kleidung. Dafür brauchen wir dann grobe Tücher und Wolle. Ja, aber das kann ich jetzt. Wir haben nicht mal Leute dafür. Okay. Das heißt, kriegen wir eigentlich Essen aus Gras? Essen unsere Leute Gras? Fällt unter Futter. Aber wir können auch kein Gras essen. Wer isst denn Gras? Es gibt Gemüse und ja, wir können Fleisch grillen und Brot und sowas, aber doch kein Gras. Backe Brot. Mahle Getreide. Okay, es wird kein Gras gegessen. Was ist ab heute legal? Stimmt, genau, aber das macht trotzdem nicht satt, ne? Macht das nicht eher hungrig? Ich erinnere mich nicht mehr so ganz an meine Jugendsünden. War das nicht das so mit den Fressattacken, die man dann gekriegt hat? Na, gehen wir nicht weiter drauf ein. Ist auch schon ein paar Jahrzehnte her. So, Wasser. Wir brauchen auch noch Wasser. Wasser kriegen wir aber noch gar nicht. Wasser kriegen wir nämlich erst in der nächsten Bevölkerungsstufe, die wir aber erst kriegen, wenn ihr Klamotten habt. Ne? Hier ist zum Beispiel hier Level der Bedürfnisse und Fortschritte. Wir haben jetzt aktuell einen Bedürfnisfortschritt von 57%. Um auf die nächste Stufe zu erstmal brauchen wir wieder. Wir brauchen wenigstens ein paar Tücher für das kalte Klima und wir brauchen Wohnung. Nicht alle haben die Wohnung dafür, das heißt noch nicht alle sind auf Stufe 2. Ich weiß nicht, wie viele die Stufe 2 sozusagen erreichen müssen, damit das klappt. Aber es wäre halt voll cool, wenn ihr Häuser baut. Ja. Das hat jagen was wir hier mal ein bisschen durch die Weltgeschichte. Baut mal die Häuser. Feuerholz und grobe Tücher. Wir haben grobe Tücher hergestellt, weil wir Profis sind. Stell eine arbeitende Person ein oder entlasse sie. Das haben wir schon. Prioritäten setzen. In einem Produktionsgebäude Prioritäten setzen. Und zwar, wir priorisieren ab jetzt das Sammeln von Ästen. Haben wir gemacht. Sammeln von Ästen ist aber doch nur der zweitwichtigste Job. So.
Bedürfnisse und Wohlstand erreicht eine Bevölkerungsstufe von 2. Baue deine Siedlung weiter aus, bis Eliane in 5 Tagen zurückkehrt. Oh Gott, und dann müssen wir zeigen, guck mal, wie toll wir sind. Oh Gott, das glaubt uns nicht mal. Wir haben keine Arbeits-, Wohnungslosen. Wir sind super. Wir müssen da nur 10 Leute unterbringen. Erfolg geschafft. Komm, wir tun so Zeug. Ich weiß nicht, welche Erfolge es gibt. Habe ich mir vorher nicht rausgesucht. Das machen müssen wir Erfolgs. Ach, guck mal. Was zum Anziehen. Wir werden im Winter nicht erfrieren. Ich hätte nur gerne eine große Lebensmittelkiste. Als Viecher. Erstmal eine Jagdhütte bauen. Wo gibt's denn die? Nein, wir können erstmal einen Angelplatz machen. Brauchen wir auch nicht. Warum? Warum brauchen wir den nicht? Weil wir haben eh keinen, der angeln könnte, weil alle 10 Leute, die wir haben, sind beschäftigt. So, wir hoffen mal, dass jetzt wo alle. Oder brauche ich Platz für neue Wohnungen? Ach, wie war denn das noch? 1, 2, 3, 4. Ich baue jetzt einfach Wohnung erstmal für 20 Leute. Und dann schauen wir mal weiter. Haben wir eh ein bisschen Holz über. So. In 4 Tagen kommt Elaine wieder. Bedürfnisse und Wohlstand. Ja, ich möchte gerne die 2 erreichen. Aber kann ich noch nicht. Ihr seid alle auf 1. Ihr seid schon auf 80% auf 1. Wer ist denn am weitesten? Also ich möchte über Minsk und ich, wir haben einfach keinen Bock. Wir denken uns, nein, wir sind Stufe 1, wir sind Handwerker, wir brauchen nichts Höheres. Und die denken sich, es gibt keine groben Tücher. Und ich besitze keine groben Tücher und Eigentum ist wichtig. Die Leute wollen grobe Tücher besitzen. Für, keine Ahnung. Ein bisschen hier Besitz ist cool, so ungefähr. Und deswegen lassen wir es erstmal so lange laufen. Kelim ist immer noch nicht da. Ich hoffe immer noch auf die. Ich hoffe auf die Migrantengruppe. Ich würde so gerne einen zweiten Holzfäller bauen, aber guck, wir haben 2 Wohnungen. Oh nein! 4! Ich hoffe, das lockt neue Leute an. Wenn die sehen, oh, da gibt es Wohnräume. Gleich ist erstmal so. Hoffnung ist, Jahreszeitenwechsel, dass dann, also Tageswechsel scheint nichts anzulocken. Jetzt ist halt die Frage, ob der Jahreszeitenwechsel die Migranten bringt. Ich hoffe, ja. Ich habe extra Platz für die gemacht und deswegen haben wir auch nichts mehr zu futtern. Oh nein. Aber hier haben wir genug. Wir haben Brot. Wir haben Brot und Rinde. Schön, die Leitern so untereinander. Eine kann aus seinem Schlafzimmer auf das Dach des anderen Hauses klettern und der nächste umgekehrt. So, Holz ist, Feuerholz ist da, Bretter sind da, Äste. Keiner sammelt Äste. Warum nicht? Sammeln, hier sitzt die Priorität hoch, dass Äste sammeln cooler ist als alles andere. So, wir haben jetzt Sommer. Da kommt wieder der Feldhase. Also, im Sommer kommt trotzdem keiner. Buh. Winsk ist glücklich. Nähe grobe Tücher. Sammelgeschwindigkeit plus 2. Wir können so. Sammelgeschwindigkeit plus 1. Ich habe keine Bronzewerkzeuge. Wir können das Lager erhöhen. Sammelgeschwindigkeit. Es kostet uns immer ein Tuch. Ja, aber es hilft mir ja nicht. Hm.
Und jetzt habe ich 10 Leute und 10 freie Betten. Ich bin immer ein bisschen ungeduldig, ne? Haben wir hier Gras und Mehl, Körner. Ah, oh Gott, kümmert euch um das Essen. Wir verhungern schon wieder. Was habt ihr das denn alles weggemümmelt, ihr Verhungernden? Oder war das hier so ein dämlicher Feldhase? Wir brauchen ein größeres Lager bei Backbude. Lagerkapazität plus 30, nicht genügend Platz, kein Problem. Ja, bauen wir. Ein bisschen was für die Backbude machen. Gesamtholzverbrauch ist geringer. Beeinflussen haben wir ja auch über, ne? Jo, dann macht das auch. Und jährliche Kosten. Ist egal. Wie sieht's hier aus? Ein größeres Lager für Mehl. Warum? Sammelgeschwindigkeit. Sammelt schneller. Das klingt gut. Ist der ein Feldhase? Also ich kann ihm das auch unterstellen, aber... Oh, wir haben Level 2 erreicht. Okay. Wie auch immer wir das plötzlich geschafft haben, vielleicht kommen jetzt dann irgendwann neue Leute, die hier wohnen wollen. Wir sind Stufe 2. Wir können jetzt Jagd auf Calum machen. Sollte Calum ein Feldhase sein, werden wir ihn auf alle Fälle erwischen. Wo? Jetzt setzt man die Jagdhütte hin. Ist egal, was du bist, ob Schaf oder Hase. Gejagt wirst du jetzt trotzdem. Wo ist denn hier viel Getier unterwegs? Also eigentlich war ja hier immer viel Getier unterwegs, aber das vertreiben wir eh durch unser Bauen. Okay, dann jagen wir Calum das Schaf. Das ist, die Schafjagd eröffnen wir wo? Noch hier im Wald einmal jagen. Komm, wir machen das hier im Wald. So. Was für überhaupt nichts bringt, fällt mir gerade wieder ein, weil wir ja wissen, dass wir gar keine Leute haben, die gleich jagen gehen können. Nein! Oh, oh Gott. 15 auf Lager, 35 brauchen wir, 10 auf Lager, 70 brauchen wir, 60. Moment. Können wir das hier nochmal irgendwie pausiert bei dem Bau, der bringt das. So viele Rohstoffe haben wir gar nicht. Okay. Ist was anderes Cooles? So ein Brunnen. Ein Brunnen für was zu trinken. Der betriebene Brunnen liefert frisches Wasser aus dem Boden. Dieser Brunnen reicht nicht sehr tief. Ja, genau, das ist. Ich mag sowas. Können wir das hier so am Wasser hier machen? Eine Quelle für grobgehauener Stein, beispielsweise von einfacher Stein. Ja gut, wegen den Steinen, ja. Bau einen Ziehboden. Ja. Wo baue ich den denn am besten? Hier vorne in der Ecke einfach. Daneben ist eh nicht viel Platz für andere Sachen. Und Wasser, glaube ich, brauchen wir keinen festen. Wir haben Wasser, ja. Nächste Variante ist eine Käserei. Dafür brauchen wir Milch. Für Milch brauchen wir erstmal Töpfe und dafür brauchen wir eine Töpferei. Für eine Töpferei brauchen wir aber dann wahrscheinlich Lehm. Wo kriege ich denn jetzt Lehm her? Benötigt Wasser und Holz. Um daraus Lehm herzustellen? Da fehlt doch irgendwas. Da muss ich jetzt mit Käse erstmal das Gemeinde. Wir können das Gemeindezentrum bauen. Alter, das ist auch so teuer. Kleine Hütte. Und das Scheißhaus. So ein Scheißhaus ist schon wichtig, ne? Hier so, dann kann das so flussabwärts gespült werden. Ergibt mir, also ich würde das ungern hier oben bauen, dann fließt das so am Dorf vorbei. Das ist voll kacke. Wortwörtlich. Ich mache das hier und dann geht das direkt sozusagen mit Spülung den Wasserfall runter.
So. Wird eine kleine Straße hin. Songs of Six ist immer noch so eins. Das habe ich mir angeguckt, aber nie wirklich gespielt. Gut, Kid, dann reicht die nächste Stufe. Haben wir doch. Und dann müssen noch 3 Tage warten, bis Elaine kommt. Bringt Elaine eine neue Bewohner mit? Ich wäre voll dafür, dass wir das irgendwie überstanden kriegen, dass wir noch ein paar Bewohner kriegen. Ich brauche einfach mehr Arbeitskräfte. Dann haben wir halt dann gleich Wasser und ein Scheißhaus. Abortkuh ist auch eine Müllkammer, ne? Ist ja nicht nur. Aber 100 mal 300, das ist schnell. Morgens verhungern sie immer erstmal, dann haben sie den Tag über Zeit. Wie sollen wir denn im Winter schaffen? Ich habe auch nie gesagt, dass es schlecht ist. Ich habe mich da nur bisher mal vorgedrückt vor Songs of Six, weil ich es als genauso kompliziert wie Dwarf Fortress erachte und mir erstmal ein Dwarf Fortress reicht. So, in der Wasser brauchen wir ja kein... Doch, das macht jetzt... Zenny. Zenny arbeitet jetzt auch in der Wassergrube und kümmert sich um Wasser. Okay, aber nur, wenn es nötig ist. Wo arbeitet Zenny denn sonst noch so? Zenny, was ist denn so dein... Also du arbeitest an der Feuerstelle und am Ziehbrunnen. Du bist deswegen auch nur zu 86% ausgelastet. Ganz entspannt. Kann ich euch richtig schön kaputt schuften lassen? Das sollte doch irgendwo... Oh, das sollte doch mal kommen, ne? Kann ich nicht den Arbeitstag irgendwie... Ah, oh, da war was. Alles gut, Caleb. Gab, glaube ich, die Möglichkeit... Hier sind die Erfolge, Aufgabe anzeigen. Gab es nicht die Möglichkeit, den Leuten zu sagen... Huch. Was ist das hier? Zeigt mir Mutiersch oder was? Oder sehe ich jetzt die ganzen Tiere? Waschbären. Oh, Katzen! Warum gibt es so wenig Katzen? Wir brauchen mehr Katzen auf der Karte. Wölfe? Schafe? Ganz viele Kalems? Noch viel mehr Hasen? Forellen? Füchse? Ratten? Ratten sind auch schön. Da sind ein paar Menschen, Kühe. Ja, und Erze. Aber das hilft mir nicht. Jetzt. Ihr habt die Welt auf Basis der aktuellen Karte. Welche ist jetzt die Naturkarte? Also die Karte ist eingefärbt auf Natur. Auf Hitze, auf Wasser und auf Dreck. Toll. Ärzte? Ich habe was von Ärzten gesagt. Ärzte. Mensch. Ich habe ein Aussprachproblem vielleicht. Das kann sein. Ich bin seltsam. Das, trotzdem, es gab das doch. Hilfe und Tipps. Kann ich euch nicht Umweltkarte zeigt. Geschwindigkeit in der Spielzeit. Nein, Bauen, Grundlagen, Konstruktion, Umweltfraktion, Bedürfnisse. Forschung, Frustration. Frustriert ist ja okay. Und der Editor, oh, der Editor, den habe ich mir in der Beta angeguckt, in dem Abzug vor jetzt knapp 10 Monaten. Ich kam mit dem nicht klar. Ich bin mit sowas dann total überfordert gewesen, habe deswegen sein lassen. Brauchen wir vielleicht das Gemeindezentrum? Komm, wir bauen das riesige Gemeindezentrum. Das klatschen wir jetzt einfach hier direkt auf die Schafe. Noch sitzen sie hier friedlich. Gleich nicht mehr. Es kommt ihr Gemeindezentrum hin. Brauche ich mehr Felder? Wir können auch ein paar Felder bauen. Ne? So, wir haben ja jetzt Weizenfeld. Wollen wir noch so einen Garten beten? Nehmen wir nochmal so. Noch mal. Aber wo? Das jetzt ziehen wir hier einfach mal durch. Noch das Gartenbeet und immer noch ein zweites Weizenfeld. So Naturweiß lassen wir erstmal stehen und pflanzen einfach noch hier so 1, 2, 3 Obstbäume.
Damit der Sammler auch was zu tun hat, ne? Weil wir haben eh nicht genug Materialien, um dieses Ding hier zu bauen. Was brauchen wir? 200 Gras, ganz viele Steine. Hier, rohe Hölzer haben wir schon mal geliefert von 80. Ja, muss ein bisschen dauern. Aber die Felder sind erstmal da. Obstbäume, gut, die brauchen ein bisschen zum Wachsen. Ich weiß nicht, wie viele Jahre. Guck mal, Sand. Gras ist schon mal da. Oder es war der Tag schon wieder um. So, was ist denn jetzt schon wieder? Gemeindezentrum sind wir gerade bei. Ist Elaine jetzt gerade wieder gekommen oder was? Entdecke die Hochebene, Wüste. Ja, ohne Gemeindehaus kann ich das nicht. Ohne Bewohner dauert das auch ewig. Das ist ja mein Hauptproblem. Wir sind ja schon mitten im Sommer. Das essen sie gleich wieder alle? Ne, nicht alle. Nur ein paar. Also meine Hoffnung ist, dass das Gemeindehaus aber was bringt. Es werden Reserven gebildet, aber so wenig für den Winter. So, was ist jetzt hier? Grobe Tücher. Ja, wo kommen jetzt die groben Tücher her? Dennis, kümmerst du dich mal hier richtig voll wichtig um die groben Tücher? An den Steine machst du auch. Alter, dann kann ich beides machen. Da sitzt jetzt jemand anderen rein. Ja, guck mal, das macht nämlich jetzt nicht der Dennis, das macht. Wer ist denn voll unbeschäftigt? Guck mal, Minsk hat gar nichts zu tun. Wenn der ist in der Sammlerhütte, das wäre voll doof. Lass mal das den Stefan machen. Stefan sitzt sonst im Sägeplatz. Ist ja nicht schlimm. Stefan, du machst das hier. Das ist jetzt dein Hauptjob. Mach das mal. Und nehm mal ein paar grobe Tücher. Brot. Was war das denn jetzt hier gerade? Brauchen wir mehr Platz? Nee. Bleibende Tage. Bis das dann fertig ist? Ah ne, bis die jährlichen Kosten wieder abgezogen werden. Ne? Das ist aber schlecht. Nur noch die Steine. Okay. Nur noch Steine. Okay, Stefan. Das war nicht Stefan. Dennis. Mach das mal hier. Dennis braucht Steine, um mehr Steine schlagen zu. Das ist aber auch doof. Eine doofe Abhängigkeit. Mehr Steine, um mehr Steine zu schlagen. Wie viel macht er denn so am Tag? Ist schon Herbst. Oh Gott, und wir haben 0,9 Nahrung. Wir werden sowas von kläglich verhungern im Winter. Sind ja so, keine Ahnung. Lass das mal 4 Tage sein hier. So, jetzt haben wir das erstmal. Okay. Guck mal, hier können wir so, also jetzt wird aber mal geschuftet hier. Also, wir haben. Was ist das hier? Tonbach, nochmal. Tonplan, Gemeindezentrum. Ja. Da ist jemand gekommen. Streamlabs. Toll. Unser Bot hat sich entschieden, mal hier arbeiten zu wollen. Das ist aber nett von dir. Nächstes Mal so das meinst. Ein Gemeindezentrum haben wir ja. Da gibt es keine weiteren Interessenten. Anscheinend will Caleb hier nicht arbeiten, aber unser Bot möchte. Der Bot möchte hier arbeiten, möchte hier leben. Verstehe ich gar nicht. Sorry, Caleb, du musst noch mal kurz warten. Du bist vielleicht der Nächste, der hier arbeiten möchte. So, jetzt kann ich den losschicken. Wo war das jetzt hier? Das ist die Hochebene. Ich weiß es gerade nicht. Nee. Das war's, ne? So. Jetzt kann man nämlich da hinlaufen. Das kostet irgendwie 10 Brot und Arbeitsaufwand. Ich weiß noch nicht, wer macht denn das jetzt? War es nicht hier rüber? Nein, wo war denn das nochmal? Oh, ich und wir. Die Karte, Region aus meiner Expedition zu beginnen. Ja, ich muss doch jemanden für die Expedition bestimmen.
Jetzt gesagt, ich kann Streamlabs sagen, lauf da mal hin. Macht aber wahrscheinlich nicht. So. Und wir haben noch 10 Betten frei. Ist alles okay. Können wir noch nach. Also deswegen brauchen wir, glaube ich, doch. Komm, wir bauen jetzt doch die Jagdhütte. Die wird nicht mehr pausiert. Da wird jetzt auch gearbeitet dran. Weil jagen können wir auch im Winter. Genauso wie Holz. Wenn notfalls wird im Winter halt nur Fleisch gefressen. Dann auch nicht die ausgewogenste Ernährung, finden die Tiere wahrscheinlich auch ein bisschen doof. Zumindest wenn Schaf Kalem hier rumläuft, der findet das nämlich bestimmt auch kacke. Aber da muss er dann durch. Was ich jetzt gerne auch möchte, ist das hier verbinden. Straße an Straße. So. Haben wir den kleinen Rundkurs, da können die Leute in den Kreis laufen. Steht hier bei, wann die kommen? Nein. So, wie wäre es denn jetzt? Welcher? Es ist Sonntag. Ist die Jahreszeit immer eine Woche? Nein. Hat man überlegt, dass wir eine voll fiese vier, also nur noch eine. Samstag, Sonntag lassen wir die nur noch 10 Stunden arbeiten, der Rest der Woche 14. Alter, ich würde sofort kündigen. Ich würde auch bei dieser Schichtverteilung sofort kündigen, seien wir mal ehrlich. Ich würde nicht mal das mitmachen, das ist voll Kacke. Ich hätte wenigstens gern einen freien Tag. So, ja, irgendwann Sonntag, Samstag, Sonntag frei und dann eine 6, so 6, so eine 30 Stunden Woche, das wäre cool, ne? Oder eine 4-Tage-Woche mit von mir aus jeweils 8 Stunden. Wäre auch nice, aber ich glaube, dann verhungern die alle. Wir machen Musik, tanzen. Erika schimpft. Sieht immer so aus, als würden die alle schimpfen. Aber das Gesicht ist glücklich. Du guckst böse. Wo ist dann verdrückt ihr euch jetzt gerade in die Büsche? Na, ja, ihr sammelt. Abends um 19 Uhr kann man auch noch brav sammeln. Ja, genau. Einmal kurz auf dem Feld noch arbeiten. So, das fühlt mich ob jetzt am nächsten Morgen. Geht das dann? Aktuell gibt es keine Interessenten. Ich muss einfach. Setzt jemand hin. 70%. 10 Brot sind schon mal da. Und die Arbeit. Wer erbringt denn jetzt diese Arbeitsleistung? Was machst du jetzt? Arbeitslast 0. Ich gehe schlafen. Streamlabs geht jetzt schlafen. Alter, du sollst meinen Chat moderieren. Was du sowieso immer falsch machst. Seien wir mal ganz ehrlich. So, jetzt ist die Nacht um und ich kann am nächsten Tag nächste Person aufnehmen. Ja. Kalem! Kalem ist da! Kalem ist da! Kalem ist doch kein Schaf. Kalem läuft jetzt hier rum. Und ist unser neuer. Naja, guck dir die Schneiderei erstmal nur an. Denn er läuft rum. Führt eine Aktivität aus. Ja, was denn? Spricht mit anderen. Sprichst du jetzt gerade mit dem Feuer? Kalem hat an einer Klatsche. Wusste gar nicht, dass Kalem so einen spitzen Bart hat. Auch sein. Kalem mit all den möglichen. Kalem ist obdachlos. Nein, Kalem hat eine. Strohhütte. Und arbeitet nicht. Ja, warte, das müssen wir ändern. Hauptsache, er hat. Er braucht alle 29 Tage grobe Tür. Das ist alle 29 Stunden. Also, er strickt irgendeinen Stofflappen um sich herum. Deswegen ist er auch glücklich. Wo schicke ich den denn jetzt hin? Zum Acker. Ich mache aus dir einen Jäger. Ja. Oder ein Sammler.
Man macht aber die. Was ist hier? Ermöglicht es den Menschen, eine Freundin automatisch zu besetzen. Achso, ja, Petra macht das. Vincent, Stefan. Stefan hat auch wieder zwei Jobs, ne? So, dann machen wir den Caleb. So, Caleb, wo bist du? Caleb, da. Nochmal auswählen. Streamlabs hat immer noch keinen Job. Streamlabs, was macht Streamlabs denn jetzt den Tag so? Wir bauen einen zweiten Holzfäller. Brauchen wir gerade nicht, ne? Was brauchen wir in Zukunft? Erstmal braucht man einfach einen Stall. Der braucht auch Holz. Können wir bauen einen zweiten Holzfäller. So, ein Forstplatz. Forstplatz Nummer 2 sitzt hier hinten an der noch nicht vorhandenen Straße. Aber nicht sehr viele Bäume hier fällen kann. Der sitzt da unten mit dem Fällen. Hier oben ein paar Bäume. Hier oben sind auch ein paar Bäume. Wo war die Straße hier? Da. Und dann geht sie hier runter. Schöne Kreuze. So. Jetzt jeden Tag gucken, ob jemand Neues kommt. Kommt jeden Tag nur eine? Na gut, wir haben nicht. So, wir haben die Hochebene entdeckt. Ja, jetzt kommt das nächste. So. Weiß nicht das. Jetzt kann man über die Karte nämlich zur Hochebene. Mit der könnte man jetzt nämlich jetzt Handelsabkommen abschließen. Die verlangen 10 Wasser. Das ist ja kein Problem. Bringt denen einfach mal 10 Wasser. Jetzt kann man sich nämlich auch angucken. Man kann die ja nachher übernehmen. Und dann ist das sozusagen unsere Hochebene. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie das war. Genau, das ist halt die Hochebene. Hier arbeiten ein paar Leute. Also keiner von uns, sondern alles nur fremde Leute. Handelsabkommen und dann können wir einen Marktplatz bauen. Da brauchen wir jetzt einen Marktplatz? So weit sind wir noch gar nicht. Wo ist denn der Marktplatz? Der kommt jetzt in der nächsten Ebene. Müssen wir bei der Stufe 3 erreichen. So weit sind wir noch nicht. Das, was wir jetzt brauchen, ist theoretisch eine Jagdhütte, bevor wir in 2 Tagen im Winter kläglich erfrieren werden. Wir haben ein Handelsabkommen mit Hochdorf. Wegerecht, sie verlangen 100 Wasser und bekommen dann Früchte. Wir bekommen Früchte, sie verlangen Brot. Ihr könnt es vergessen. Möglichst es uns, durch ihre Gebiete zu reisen und weit entfernte Orte zu erreichen? Ja, nee, brauchen wir noch nicht. Das können wir transferieren, wir können es theoretisch handeln. Wenn wir jetzt eine andere Karte hätten, könnte man es austauschen. Und wer das macht? Aber haben wir gerade nicht. Auf alle Fälle haben wir dann Caleb das gelernt. Ida, wer Siedler sein möchte hier oder Bewohner, muss einmal vorher hier was reingeschrieben haben in den Chat. Dass sozusagen das Spiel mitkriegt, ach guck mal, da ist jemand. Und dann kann man, kommt er als neuer Bewohner hier rein, wenn ein neuer Migrant kommen möchte. So wie bis eine Alexandra gekommen ist. Kann es halt auch irgendein im Chat aktiver Zuschauer sein. Jetzt bleibt noch die Frage, wie überleben wir den Winter? Eine Fischerhütte könnte noch funktionieren. Ne? Fisch gibt es, glaube ich, auch ganzjährig. Also da kommt der ganze Dreck runter. Das heißt, wir bauen hier fast direkt daneben erstmal die Fischerhütte. Das klingt voll super. Straße, Straße. Streamlabs hat jetzt einen Job und da ist dann jemand arbeitslos? Bestimmt. Wie glücklich ihr seid. Das ist eure Arbeitslast? Nee, das ist die Arbeitslast. Null. Was
Status unerfüllt. Was ist unerfüllt? Warum bin ich unzufrieden? Freunde und Familie plaudern. Wir haben keine Schankstube und keine herzhafte Küche. Jetzt wollen die schon eine Küche haben. Fuck. Gemeindezentrum haben wir. Kleine Hütte. Wo kriege ich jetzt eine herzhafte Küche her? Gibt es nicht. Gibt es erst auf der nächsten Ebene oder was? War auch hier eine Schankstube. Ja, aber wie soll ich denn? Sind wir mal ganz ehrlich, er möchte mal auf Stufe 3 zukommen, eine Schankstube haben. Was ist denn ein Zunfthaus? Zunfthaus mit komplexer Handwerksbetriebe, sichern die Qualität und regeln die Ausbildung. Brauchen wir erstmal Ton für und sowas. Oh Gott. Käse. Und eine Töpferei. Und einfach ein Stall. So, hier liegen noch überall, hier sind noch überall Schafe. Noch. Jetzt weiß mal hin. So. Na gucken wir mal, was hier mit dem Stall ist. Unser Dorf erweitert sich einfach nur nach hier und hier hoch. Und da hinten lassen wir erstmal den Stall stehen und hoffen, dass wir die Kühe und so weiter, dass die niemandem was tun. Ist das einer schwimmen gewesen? So. Und hier. Wo bist du denn? So. Alexandra, du kannst jetzt fischen gehen. Das wird doch nicht helfen. Wir werden so kläglich im Winter nicht überstehen. Keine Chance im Winter. Ich werde noch jemanden einladen, damit noch einer mehr verhungert. Oh Gott, der verhungert. Jetzt nicht mehr was zu essen. Brot, weil an der Feuerstelle nichts hergestellt wird. Wir haben diese Bronze-Sachen alle nicht. Bietet mir Lagerraum. Bietet mir Lagerraum. Bietet mir Lagerraum. Steinblöcke und so haben wir auch noch nicht. Tragekapazität plus 100. Das ist mehr wieder gleichzeitig zu transportieren. Ja, für wen? Für die, die hier drinnen arbeiten? Ich werde mal ein bisschen nicht. Moment mal. Sagt ihr, verhungern wir. Warum? Weiß ich auch nicht. Weil Dennis und jetzt plötzlich nicht mehr Stefan beim Steinmetz keinen Bock mehr auf Arbeit hat? Ja, mögliche Migranten. Genau. Und jetzt, ah ne. So. Momo ist da. Momo ist da. Momo Mason. Warum hat denn der, haben die alle einen Doppelnamen? Die haben einen Doppelnamen. Also Momo Mason ist da. So, wo kriegen wir zu essen her? Hilft es? Ja, Momo arbeitet jetzt auch hier. Und verarbeitet. Es ist wenigstens eingelagert. Ihr könnt hier nichts machen. So, Momo wieder raus. Wo packe ich denn Momo jetzt hin? Momo, was machen wir mit dir? Momo! Momo kann dessen Dennis aber jetzt nicht helfen hier hinten. Ach, Mensch. Das ist übrigens vernünftig ausgelastet. Scheint so. So, wie sind wir? Ist hier unten jemand am Fischen? Nein. Füttere Fische. Nein!
Kann sie nicht arbeiten, weil keiner Straßen baut? Ah, die brauchen doch keine Straßen zum Arbeiten, oder? Guck mal, die Straße zur Fischhütte. Der hier oben arbeitet ja auch. Brauchen keine Straße, geht dann nur schneller. Auch wenn Alexandra anscheinend nicht wirklich arbeiten müssen möchte. Doch da. Rohes Fleisch ist da. Ich will noch 10 Steine. Da. Das ist jetzt da. Haben wir jetzt noch jemanden über? Nö, nicht wirklich, ne? Wir können auch Momo jetzt hier noch mit reinsetzen, weil was macht Momo denn hier schon Schönes, ne? So, Momo wieder raus da. 2 reichen. Momo, kümmere dich um die Tiere. Aktuell haben wir hier drinne Schafe. Perfekt. Und kümmere dich um die Populationskontrolle. Das ist super. Fütter die, gib ihm was zu essen. Sammle ein bisschen Wolle ein. Und bring sie um, wenn es zu viele werden. Das klingt doch super. Oh Gott, wir verhungern schon wieder. Am besten hole ich keine neuen Leute, oder? Jetzt klauen uns die Viecher sogar schon. Feldhase klaut vom Staat. Das ist ein Schaf gestohlen oder was? Tatsächlich. Der Feldhase klaut das schon, will das Schaf klauen. Wird doch nicht. Feldhase beklaut Stall. Feldhase beklaut Stall. Warum frierst du? Ich wärme mich auf. Ich kühle mich ab. Ich möchte gesund sein. Das ist ein richtiges Bedürfnis. Das ist sehr verständlich. Ich bin auch gerne gesund. Krank sein ist immer ein bisschen doof. Was machen wir denn? Verarbeitungsgeschwindigkeit. Mehr Steine. Aber die Steine haben wir eh nicht über, ne? Und hier können wir nicht, kann ich sagen, mehr Steine für mehr Steine. Das geht nicht auf. Aber nach der heutigen Nacht ist Winter. Oder? Haben wir noch so einen halben Tag? Wäre auch voll schön. Auf alle Fälle kommt jetzt mal ein neuer Bewohner. So. Okay, Caleb, schön, dass du da warst. Was? Will doch keiner? Was? Es will keiner einziehen hier. Verstehe ich gar nicht. Wir haben noch so wenig zu essen. Ist doch super. Das muss doch Leute anziehen. Hier gibt es nichts zu essen. Ist doch schön. So, gleich kommt der Winter und dann ist das mal bricht alles ein. Dann wird noch schnell was eingesammelt. Schnell, sammelt noch, bevor der Winter einbricht. Jemand über? Nee, anscheinend nicht. Irgendjemand offen, der vielleicht nichts zu tun hat? Nee. Hat doch alle sehr ausgelastet mit der Arbeit, ne? Könnte nachher von der Sammelhütte abholen. Jetzt klauen die Rothirsche auch schon Sachen. Ein sehr diebisches Getier hier in der Gegend, ne? So, jetzt will ich. Jetzt kommt gleich wieder, wenn es doch ein neuer Bewohner kommt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den haben möchte. Weil, wie sorgen wir jetzt da? Gut, wir können den annehmen und schicken ihn direkt hier. So, Irene ist da. Irene. Bitte einmal in die Jagdhütte gehen. Und versuch uns was zu essen zu schieben. Womit auch immer. Wir haben ja keine Waffen. So. Geht das hier auch zu? Also können wir dann noch nicht. Die Fische schlafen zumindest. Also die Forelle ist am Bennen. Der Forelle geht es auch gut. Das ist eine Stufe 3 Forelle. Ne, Stufe 2 Forelle, Entschuldigung. Ne, doch, Stufe 3. Besonders glückliche Fische. So. Aktuell gelagert einmal Dreck. Nichts los. Sieht aber ganz entspannt aus. Hier erstmal. Ihr habt Post. Der jetzt. Entschuldigung, sorry.
Huch, jetzt bin ich an meinem Kabel hängen geblieben. Der erste Schneefall. Die Menschen überprüfen das Lager, auch Lebensmittel und verfügbare Materialien. Boah, Essen sieht doch ein bisschen mau aus. Materialien. Ja, ein bisschen Feuerholz haben wir. Ihr werdet kläglich erfrieren. Und das hier. Wo kommt jetzt die Milch her? Wo haben wir denn jetzt Milch her? Weil ihr produziert jetzt Milch? Und nee, das ist Futter. Wasser bereitstellen, Futter bereitstellen, dann werden Produkte eingesammelt. Ach, Milch. Wird Milch gesammelt und Wolle. Ja, guck mal, dann können wir doch auch mit Käse anfangen. Guck mal, wenn wir schon eh nichts zu tun haben, hier so, guck mal, machen wir eine kleine Molkerei. Gibt es noch ein bisschen Käse. Das packen wir einfach hier hin, da ist so eine kleine Ecke frei. Wenn die Leute mal nichts zu tun haben, so im Winter, können sie mal eine kleine Molkerei bauen. Schafe fressen die nicht mehr vor den Feldern leer. Was? Wir pflücken. Wir suchen Nahrung im Schnee. Ja, wird schwerer, bin ich mir sicher. Die Molkerei gibt halt theoretisch noch Vorteil, weil Milch gibt's immer. Dann noch Käse, ist schön. Kann helfen. Ja, genauso wie gesagt, Rothirsch hier oben, also ist Fleisch. Winternahrung, Fleisch und Fisch. Und Käse. Wir noch ein paar Klamotten hergestellt, da kommt noch ein bisschen Brot rum. Also keine Ahnung, irgendwo noch ein paar Körner gefunden haben. Was fehlt hier? Noch mal Steine. Wir brauchen noch einen zweiten Steinmetz, ne? Ohne dem kommen wir hier gar nicht voran. Gras und Getreide. Ja, viel sammeln gibt es hier nicht, ne? Ein paar Äste, ein paar Blätter. Da war noch ein bisschen, ne? Ja, alles. Es wächst auch im Winter anscheinend ein bisschen Getreide, nur nicht wirklich viel. Also, die werden wohl nicht satt davon. Weil die Straßen, ist egal. Sie sehen jetzt noch nicht so glücklich aus, die Leute. Bitte verhungert nicht. Was kommt noch? Zwei Steinchen. Ah, Mann. Och, Dennis. Dennis hat wieder keinen Bock zu arbeiten. Kann ich jetzt gleich... Nee, ich kann nicht. Okay, im Winter wollten keine neuen kommen. Verstehe ich, weil wir haben alle nichts essen. Jagen die dann auch? Ja, müssen ja. Können die einfach nichts tun. So, die Molkerei da. Hat hier jemand nichts zu tun? Es ist sortiert nach Beschäftigung. Sie ist gerade keiner. Also mit der Molkerei kann nichts getan. Doch, theoretisch schon. Alexandra müsste mal beides machen. Wenn sie kein Rotwild gejagt kriegt, weil sie unfähig ist zu jagen, kann sie auf jeden Fall Käse herstellen, oder? Käse ist auch was zu essen. Milch ist da. Aber da arbeitet niemand. Genauso wie hier unten keiner beim Fischer arbeitet, ne? Sieht aber jetzt nicht gefroren aus, es bewegt sich. Okay, wer ist das hier? Auch Alexandra. So, Alexandra ist hier jetzt offen. Alexandra ist jetzt da. Und Irene ist hier. So, okay. Alexandra, kümmere dich um den Käse. Alexandra kümmert sich um Käse. Und vielleicht ist nicht die gut Brot mit Käse. Also ich selber persönlich, ich mag überhaupt keinen Käse. Aber kann man ja hier trotzdem mal machen. Ne? Hat mich ja immer alle für verrückt, weil ich keinen Käse esse. Also das ist auch der Grund, warum ich keine Pizza und so weiter esse. Ah, okay.
Käse drauf. Alles, was mit Käse überbacken ist, das esse ich nicht. Nee, falsche Kamera. Da müssen wir gucken. Gibt es jetzt kein Wasser mehr? Hole Wasser. Wir haben genug. Achso, bis maximal 300 wollen wir Wasser holen. Ah, okay. Kann ich nicht höher setzen. Na ja, gut. Dann ist der ja noch ein bisschen... Was war das denn für ein Gebimmel? Wir sind jetzt auf Stufe 3. Harlingen ist Stufe 3. Harlingen kann jetzt einen Bauernhof bauen. Ja, gerade voll Lust drauf. Nein, wir sollten halt im Winter nicht irgendwelche riesigen Projekte gerade starten. So Fischerei, Försterei, jetzt wird es so richtig cool. Ja, schon die Försterei wird schon im Wald in der Nähe und gewinnt Holz, Äste und sogar Pilze. Das ist dasselbe wie halt der Forstplatz. Dafür brauchen wir auch die ganzen Tonkrüge. Das heißt eigentlich, was wir jetzt eigentlich als nächstes brauchen, das wäre diese Töpferei. Die auch, genau, die Wasser braucht. Und braucht die sonst noch? Nein. Wir bauen die einfach mal da. Ein Projekt so im Winter kann man ja mal machen. Jetzt haben wir wieder keine Milch, ne? Die Milch ist alle. Dann kann Alexandra doch beides machen. Entweder Milch herstellen oder Fischen, also Käse herstellen oder Fischen gehen. Wenn die Milch halt gerade alle ist, dann halt nicht. Momo wird schon Bescheid sagen. Jo, Milch ist da. Wir haben 3 Schafe. Können wir noch mehr Schafe haben? Tiere plus 30 Monate. Weil das geschickt den Platz für die Tiere. Kostet mich nur Gras. Ist ja nicht schlimm. Und Holz. Ja, Holz ist wieder so eine Sache, ne? Feuerholz, rohes Holz. 10 Stück ist ein bisschen was, ne? Aber das geht ja. Packen Sie jetzt Gras rein, dann bekommen wir plus 30, also kommt ein Schaf mehr hier rein. Ist ja nicht schlimm. Mehr Schafe gleich mehr. Na, Minsk? Hat ein Ab. Was schleppst du denn da? Holz und Frucht. Schade, ich dachte, du hättest jetzt vielleicht einen Fisch oder sowas. Was hast du hier unten aus den Dingern rausgeholt? Ne, ist okay. Hier ist Fleisch. Ja, da ist doch Fleisch drin. Oh, es kümmert sich mal jemand drum. Und schon wieder nichts zu essen, die Leute. Es wird nicht besser. Ob was die Töpferei ist, finde ich. Auf Feuerholz und Wasser stellen wir jetzt Tonwaren her. Okay. Da hast du noch keine Leute für. Können wir warten, ein bisschen früher. Da ist jemand gestorben, ne? Wo sehe ich das jetzt? Was sind die Aufgaben? Stundenplan? Errungenschaften? Wir waren vorhin noch 15. Caleb ist noch da. Ich bin auch da, Minsk ist noch da. Streamlabs ist auch noch da. Okay. Wo ist... Da ist eine Aufschrift. So. Irene ist gestorben. Ist erfroren. Hat bei Jagdhütte gearbeitet. Das ist ja schlecht für Irene. Sie war ein bisschen schläfrig, hatte leichten Hunger, ein bisschen Durst. Und ja, gut. Dann ist er halt... Warum? Wir haben ja einfache Kleidung und grobe Tücher sind ja da. Zu wenig wahrscheinlich, ne? Ach, der Winter war fast um. Oh, boah. 2/3.
Ein Drittel Winter haben wir noch. Wir holen mal Fleisch hier raus. Genau, habt ihr schon, ne? Bearbeitet, habt ihr auch schon verarbeitet und wir haben nichts mehr zu essen. Ach, Kacke, das Problem schon wieder. Und außerdem gibt es Milch. So, und es gibt wieder Käse. Jetzt kommt diesen und dann noch ein Tag. Und dann haben wir es. Es gibt auch direkt wieder neue, begeisterte Leute, die hier sterben möchten. So ein Yannick. Yannick hat voll Lust da drauf. Am besten geht der Yannick jetzt hier auch direkt mal wieder jagen, dass wir ein bisschen Fleisch rankriegen. Ne? Macht hier zu viel Stress? Die kalte Jahreszeit ist bald vor. Ach, noch mehr. Agnes ist jetzt auch da. Dann packen wir die Agnes doch mal hier rein, weil die Alexandra sitzt ja eigentlich eh hier unten. Und jetzt können wir gleich in 3 Stunden geht das Frühjahr los und dann ist das große Erfrieren und Verhungern vielleicht vorbei. Vielleicht. Frühjahr, yay! Minsk, Silvia und Petra sollten jetzt mal richtig schön anfangen zu sammeln. Damit wir vielleicht den nächsten Winter ein bisschen besser überstehen. Weil dieser war schon doof. Es ist nicht so gut gelaufen. Warum haben wir jetzt eine Schmelzerei, aber noch keine Schmelzerei? Fördern verhüttet Erz mit dem richtigen Schmelzpunkt. Wieso fördert? Einfach weil. Ach so, das macht dann direkt hier hinten. Nichts Interessantes in Reichweite. 10 Vorkommen. Ja. Ein bisschen weit, ne? So. Also. Dreck. Nein, nicht Dreck. Warte, wo war das jetzt hier? Dann will die Karte sagen Erze und dann zeigt uns mal Erze. Also ein Erzvorkommen ist hier, das ist jetzt Zinn. Das sehe ich gerade nicht. Doch, hier unten. Noch mehr Zinn. Zinn, nur Zinn. 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 Und hallo. Ist weg. Da. Zinn. Wir haben nur Zinn. Zinn ist nicht gut, weil theoretisch brauchen wir Kupfer. Kupfer und Zinn ergibt Bronze, ne? Aber okay. Läuft uns erstmal nicht weg. Wir sollten erstmal Sachen bauen, die wichtig sind. Was wie zum Baukostenmäntel. Warum brauchen wir Mäntel zum Bauen? Ein Schrein. Ein Kehrplatz. Putzt die Straßen und ordnet toll. Also, wir brauchen eine Schankstube. Für die angehenden Alkoholiker in unserer Siedlung brauchen wir eine Schankstube. Wenn wir es hier bauen, wir bauen irgendwann den ganzen Platz für unsere Sammelbude weg. Das ist schlecht. Also bin ich erstmal bin ich für einen Bauernhof. Bauernhof klingt voll cool. Den würde ich halt gern hier bauen. So. Dann sammeln sie mich wahrscheinlich auch nochmal. Da brauchen wir auch die Tonwaren für. Das ist nicht schlimm. Hier in der Tonbude, genau. Aber es ist Streamlabs schon wieder. Streamlabs weiß schon, was er tut. So, dann habe ich den Bauernhof. Der Holzfäller hier, der ist ja schon fast fertig. Können wir nicht einfach wieder abreißen? Wir reißen mal den ab. Weil wir jetzt nämlich hier oben irgendwo das große Forsthaus bauen wollen. Die Försterei.
Die wäre hier nur eigentlich theoretisch schlecht. Dann müsste ich sie hier bauen, ne? Wenn ich sie da hinten baue, ist nämlich das Problem, dass ich dann der Jagdhütte im Weg stehe. Dann findet ja kein Rotwild mehr, wenn ich das alles wegreiße. So, und jetzt stehen wir halt hier. Eine Straße. Die kommen wir da oben hin. Und hier. Dann bis zur Mine. Wir sind erstmal beschäftigt. Sollen wir Boden bauen? Erstmal nicht, ne? Ich müsste euch eigentlich mehr schuften lassen, aber ich fühle mich voll schlecht damit. Ihr habt schon einen 12-Stunden-Tag. Wer ist denn hier so schlecht gelaunt? Ich. Ich habe immer schlechte Laune, aber was pisst mich denn heute wieder besonders an? Ich habe nichts zum Anziehen. Ich habe nichts zum Vernünftiges zu essen. Ich habe keine Freunde und keine Familie. Und irgendwas anderes auch noch unerfüllt. Ich habe nicht mal Zeit, ins Gemeindezentrum zu gehen. Mein eigenes Dorf mobbt mich. Okay. Ist gut. Schauen wir weiter. Ob soll ich jetzt, ich könnte sie einfach mal auswandern. Das wäre voll doof. So, nächste Frage ist, wenn die Holzbude, das neue Forsthaus hier fertig ist. Gibt es noch jemanden, der nicht beschäftigt ist? Nein, alle sind beschäftigt, sonst hätte ich mir jetzt noch eine zweite Steinmetz-Dings-Gedöns gebaut. Können die am selben arbeiten? Hier nehmen wir es ja noch ein. Wir können einfach mal schon mal einen zweiten bauen. So eine Art, falls wir doch noch mal einen neuen Bewohner kriegen, kann er direkt hier auch noch Steine schlagen. Das ist nämlich wichtig. Nämlich ein kleines Problem, der hat Steine. Eigentlich fehlt alles. Einzige, was wir haben, ist anscheinend Blätter und ja, Fleisch jetzt plötzlich. Aber gefühlt verarbeitet das keiner. Die will ich eigentlich gerne austauschen nach. Alter, wir brauchen noch so viel rohes Holz, ne? Kümmere dich mal um das Holz, das ist viel wichtiger. Kann ich noch irgendwie verbessern? Schneller arbeiten? So, wir hoffen, dass du jetzt schneller arbeiten kannst. Da war ich plötzlich weg. Und weiter. Müssen noch die ganzen, wir müssen wieder Lampen bauen. Das ging doch auch irgendwo. Was kostete denn das? Es gibt hier Lampen, nein, die kosten gar nichts. Das ist cool. Nur ein bisschen Arbeitsaufwand. Wenn ich jetzt also eine Laterne baue. Wir müssen ein bisschen Licht reinbringen hier. So. Das kostet was, ne? Das ist doof.
So, ein paar kleine Lampen noch. So. Machen wir ein bisschen Licht hier rein. Jetzt im Dunkeln ein bisschen schöner aus, oder? Wenn wir nachher über ein paar Fackeln haben. Oder Laternen. Soll da gemütlich werden, ne? So, Sibylle ist auch da. Oder Sibylle. Dann können wir nachher hier vorne die Steinkammer schicken. Ja, gut. Uns fehlt halt Holz, ne? Holz und Steine. Eigentlich nur Holz, ne? Hier fehlt Holz. Hier fehlt alles. So, das priorisiere ich nicht, weil das priorisiert ist. So, hier ist jetzt die Bild drin. Das ist nicht schlimm. Das muss also als erstes gebaut werden. Das ist ja... Können wir hier Holz wieder abzwacken? Nein. Wäre schon schön, ne? Wenn wir sagen könnten, halt, bringt das Holz wieder woanders hin. Das wird woanders viel dringender gebraucht. Dann nochmal eine zweite Holzhütte bauen. Zweite Forstplatz. Ja, machen wir einfach mal. So. Stecken wir da irgendjemanden rein in diesen Forstplatz. Oder noch Holz fehlen. Diese Blume mal. Was sie ist. Da ist die Bill. So. Macht das mal schnell. So. Viel schneller, viel mehr Holz. Und dann könnt ihr dann nicht beide da oben arbeiten. Noch, dass es dann noch schneller geht. Ich weiß so nicht, wie schnell Bäume nachwachsen. Das heißt, wenn ich das hier ab... Also müssen wir noch mal gucken. Also, das hält ja auch. Das stellt her. Auch Bäume, Äste, Pilze. Selbe wie hier. Das heißt, das wird abgerissen. Und dann wird das der Forstplatz abgerissen. Und dann könnte ich mich hier... Ups. Sibylle und ich rein. Wir wollen jetzt... könnte ich hier nicht ganz so schnell arbeiten. Wir haben keine Möbel, wir haben keine groben Tücher. Also wir können die beiden gehauenen Steine nehmen, damit wir die Verarbeitungsgeschwindigkeit ein bisschen höher haben. Und dann müsste das doch jetzt eigentlich gut funktionieren, oder? So holzmäßig zumindest. Holz müsste doch jetzt klappen. Das ist jetzt wieder normal. Dann hätten wir nämlich den großen Bauernhof fertig. Da bauen wir dann auch mehr von den Feldern hin. Zum einen haben wir hier schon ganz viel wilden Weizen. Das bringt uns aber auch nicht um. Wir können hier dann ganz viel von den anderen Sachen nachher bauen. Sehr aussagekräftig, ich weiß. Das ist der Ziehbrunnen. Ich war gerade hier beim... an dem Sägeplatz. Den Sägeplatz, den müssten wir theoretisch weiter hier oben hinstellen, oder? Wenn ich jetzt hier oben den Sägeplatz hinbaue. Schreinerei macht Möbel. Okay. Erstmal kommt hier oben ist der Sägeplatz hin. So lang kann er nicht brauchen, genau. Dann können wir nämlich hier unten nämlich abreißen. Blub. Und dann kann nämlich hier der Stefan wieder arbeiten. Genug Steine hätte ich dafür, ja. Dann kannst du ein bisschen schneller arbeiten. Sammelst ein bisschen schneller. Und fertig. Damit ist der
Stefan hier oben eigentlich zufrieden. Und das nächste, was wir dann bräuchten, wäre noch eine Schreinerei. Die stellt dann Möbel her. Die kann man auch hier oben hinsetzen. So. Hier unten brauche ich nämlich eigentlich große Häuser. Also größere Häuser. Kleine Hütte, große Hütte. Für 8 oder mehr Personen. Das ist doch perfekt. Nein, ist es nicht, weil wir Bronzeteile brauchen. Wir haben keine Bronzeteile. Wir sind also weiterhin angewiesen nur auf die kleinen Hütten. Davon baue ich jetzt erst einfach. Lass mal 2 Stück erstmal bauen. Und dann gucken wir weiter. Das Problem ist nämlich noch die Schneider. Kommt Kelly nämlich auch nicht hinterher. Ist natürlich nur der kleine Schneidertisch. Wir müssen nämlich die richtige Schneiderei einmal bauen. Dann können wir den kleinen Schneidertisch abreißen. Das wird erstmal alles Kleine durch Großes ersetzt. Wenn wir es können zumindest. Dauert halt ein bisschen, bis wir genug Materialien dafür zusammen haben. Aber es ist ja nicht schlimm. Aktuell sind wir noch im Frühjahr. Wir haben immer noch das Problem, dass wir nicht genug Nahrungsmittel rankriegen, ne? Wir haben ganz viel Fleisch, aber es wird nicht verarbeitet, ne? Weil wir zu wenig Leute hier haben, die es verarbeiten. Also Anoa müsste jetzt auch hier, genau, die sitzt auch mit an der Feuerstelle. Das heißt, er müsste jetzt eigentlich mehr verarbeitet werden. Mehr Fleisch, weil es sind ja mehr Leute da, die es braten. So verstehe ich das jedenfalls gerade. Also müssten wir jetzt theoretisch schon ein bisschen besser voran, weil wir haben ja so viel Fleisch auf Lager. 453. Das heißt, Fischer und Jäger machen genau das, was sie sollen. Die Hirten ja auch, ne? Hier werden ja auch überschüssige Schafe, werden ja auch geschlachtet. Janus ist da. Eigentlich habe ich nur 5 Leuten das bisher Latte. Das sind mehr gewesen. Eigentlich schon 10, einer ist ja gestorben. Egal. Der Erfolg ist falsch. Genau, die Hütten fehlen noch. Dafür brauchen wir noch mehr Bretter. Die Bretter haben wir aktuell nicht. Aber hier kann auch jemand zukommen. Vielleicht, hoffentlich. Dass wir da noch jemanden bei haben. Und wie gesagt, eigentlich möchte ich... den neuen Bauernhof erst haben. Dann brauchen wir nämlich die Sammelhütte, glaube ich, nicht mehr, ne? Die Sammelhütte stellt ihr halt her. Aktivitäten ist halt Getreide, Früchte, Gemüse, Wurzeln, Knospen, bla bla bla. Und das Problem haben wir jetzt gleich hier. Sonst den letzten Blau. Los, komm, das zu Bretten. Oh. Heute nicht mehr. Im Hochsommer sind wir jetzt. Na toll. Fehlt ein Brett. Ein Sommerbrett fehlt. Ja, komm. So jemand herholen können. Wird immer noch ein, fehlt immer noch einer. So, letztes Brett ist da. Das Ding steht jetzt. So. Aktivitäten. Getreide, Früchte, Gemüse, Gras. Wird ja anscheinend nicht gesammelt, weil gibt's hier nicht. Können wir auch sagen, mach es mit. Jetzt haben wir nämlich hier auch 4 Leute, wo ich halt sage, ihr könntet das wahrscheinlich besser als die Sammelhütte hier unten. Das heißt, hier wird jetzt zum Beispiel Minsk wird hier unten gefeuert. Und ist jetzt hier oben und gehört mit zum, erstmal zum Bauernhof. Dann machen wir das ein bisschen schneller. Und dann passt das schon. Und dann brauchen wir theoretisch hier noch Felder, ne? Das ist der wilde Weizen, das ist ja nicht schlimm. Hier gibt es aber noch ein paar Gartenbeete. Und so. Flöp.
ein paar Obstbäume. Geben wir dem ein bisschen viel, ich weiß. Aber wir wollen damit ja auch nachher ganz viele Leute mit versorgen, ne? Sollen nachher vier Leute drin arbeiten am besten. Nicht nur der Minz, sondern wir sollen nachher auch noch drei Freunde kriegen, die mit ihm da drin schuften. Deswegen, aber das hier unten wird auch extra noch nicht eingerissen, weil das arbeitet noch zu gut. Das ist die Hauptversorgung, die wir haben. So, wie schaut's hier aus? Da fehlen auch noch 5 Bretter. Wo bekomme ich jetzt noch die nächsten Leute? Ich brauche noch mehr Leute. Nicht nur dafür, sondern eigentlich für alles. Die Bude brauche ich noch. Haben wir nicht noch irgendjemanden, der vielleicht nichts zu tun hat? Nö. Es gibt Leute, die haben wenig zu tun, aber es gibt niemanden, der nichts zu tun hat. Hier sind die Wege halt ein bisschen länger, ne? Wie so viel Gras ist hier. Müssen wir das Lager erhöhen? Nee, eigentlich nicht, ne? Ja? Holt ja keine die Sachen da ab. Gibt auch keinen kürzeren Weg da irgendwie weg, ne? Gibt es irgendwelche Zwischenlager? Nö, es gibt einen Marktplatz, einen Schrein. Ja, für den Schrein brauchen wir aber, Moment, Kupferbarren. Ich muss ja erstmal Kupfer kriegen. Kupfer kriege ich gar nicht von hier. Kupfer müsste ich mir irgendwo holen. Ich könnte, genau, wenn ich diesen Ort entdecke, das ist nicht, nee, da war das, ne? Irgendwo gab es einen Felsen und dann Erze und so weiter und da konnte ich dann Sachen ja holen. Zwar müsste da gewesen sein, so warte, jetzt können wir erst einmal wegerecht holen, weil Wasser, die 100, die müssten wir eigentlich, nein, da wollte ich gar nicht hin. Die 100 Wasser sollten wir noch hinkriegen, kann man das nicht höher setzen? Max 300. Jeweils brauche ich einen zweiten Brunnen. Kriege ich jetzt einen zweiten Brunnen her? Also wo setze ich am besten hin? Hier? Ja, warum nicht? So, da ist jetzt die neue Schreinerei. Das heißt, die hier wird abgerissen und dann kann Caleb nämlich hier arbeiten. Kann mehr Klamotten herstellen. Sollte hier auch schneller gehen. Ja gut, Möbel und Bronze haben wir nicht. So, Wohnungen haben wir. Was ist jetzt das nächste? Gut, wir müssen das Wegerecht mit Hochdorf. Das ist jetzt auch nicht schlimm. 100 Brot wird schwer, 50 Tonwaren. Dann können wir hier siedeln. Wo kriege ich jetzt 50? Alter, wo ist unser Wasser hin? Man hat alles weggegeben, ne? 50 Tonwaren, 12 haben wir. Kann ich die jetzt einfach da hingeben? Oder sammeln sie nach oder die ganzen Tonwaren? So. Wir brauchen den Marktplatz zum Handeln. Das war hier, dann gibt es den Marktplatz, der jetzt leider zu groß ist, um irgendwo hier zwischen zu quetschen. Aber hier passt er hin. Die Holzverarbeitung. Oh, hier noch ein paar Leute. Ja, wieder so viele Aufgaben. Das ist wie bei Dwarf Fortress. Ich habe auch immer zu wenig Zwerge. Hier haben wir zu wenig Menschen.
Rolf. Hallo, Rolf. Schön, dass du dabei bist. Wo geht Rolf denn jetzt hin? Rolf, wo arbeitest du denn jetzt? Rolf arbeitet jetzt in der Sammlerhütte. Können wir Rolf bitte auch hier oben wenigstens einquartieren? Hier, so. Hier, bitte sehr, Rolf. Arbeite mit Minsk mit dem Bauer im Bauernhof. Das dauert ja auch noch. So, wir haben 20 Leute. Wir haben die Bevölkerung schon mal verdoppelt. Jetzt müssen wir es nur noch hinkriegen, wie gesagt, dass wir länger als für einen Tag Nahrung haben. Na gut, hier geht es um Möbel, ne? Fertige Möbel. So unnötig eigentlich der Job, oder? Haben wir gerade irgendwas, wo wir sagen müssen, wir brauchen dringend Möbel? Ich wüsste gerade nichts. Jetzt haben wir die Hügel entdeckt. Jetzt können wir da noch hin. Auf Brot. So, die Hügel. Die Hügel ist leer gewesen, ne? Genau, die Hügel ist einfach nur eine entspannte, leere Karte, wo niemand anderes haust. Wir können jetzt theoretisch auch gucken. Erze. Zinn. Blei. Und noch mehr Blei. Das klingt voll ungesund. Und jetzt die Bleikarte. Okay. Wollen wir uns erstmal nicht so drüber, ne? Und da können wir auch noch entdecken. Aber ich glaube, Blei wollen wir nicht so viel, oder? Ich glaube nicht. Moment, ich muss einmal kurz. Gleich wieder da. So, sorry, da bin ich wieder. Huch, so. Ernte Getreide. Kann er nicht, weil wir zu viel Gras haben? Das ist das Problem, dass wir deswegen kein Getreide üben können, weil das sozusagen voll ist. Material, wir können das uns einfach mal. Welche Kosten? Rohes Holz und Bretter. Wenn man ein Resiedlungsrecht mit Hochdorf ist, können wir da theoretisch auch ein Dorf gründen. Lea kommt zu Besuch. Sehr nett von Lea. Jetzt bleiben auch theoretisch die Töpfe über, weil die brauchen wir nicht mehr für das Siedlungsrecht in Hochdorf. Jetzt frage ich mich gerade, ob wir nicht doch vielleicht ein bisschen Zinn verarbeiten. Wobei, wenn wir jetzt das hier haben, können wir handeln, ne? Also die Nahrung klappt trotzdem immer noch nicht, ne? Was hat das jetzt hier mit diesem scheiß Gras zu tun, ne? Oh, was ist denn jetzt hier? Blühende Zukunft. Len steht neben dir auf einem Hügel und blickt auf eure florierende Siedlung. Ja, geht so. Für die grundlegende Bedürfnisse ist nun gesorgt. Ich bin stolz auf dich. Ich kümmere dich weiterhin darum, dass es den Leuten gut geht und führe deine Siedlung in die blühende Zukunft. Ja, mal gucken. Handelseintrag hinzufügen. Also, handeln. Neuer Eintrag. Wir haben Gras. Das können wir verkaufen. Ja, von Einkauf, nein. So. Solange wir mehr auf Lager haben als eingestellt, also wenn wir mehr als 100 Gras haben, mehr als 200 Gras haben, verkaufen. So.
Und jetzt können wir zum Beispiel auch bei Wasser und bei Materialien können wir das jetzt auch Ausrüstung. Haben wir jetzt nicht so viel. Stöcker will ich jetzt nicht. Also ich denke, wir versuchen es erstmal mit Gras. Wasser? Wenn wir jetzt Wasser... Wir verkaufen Wasser. Solange wir mehr als 500 haben. Allerlei. Das ist ein Eierlei, haben wir nicht. Ausrüstung. Hier nie ist Kacke. So was? Nein. Ich würde ja Möbel verkaufen, aber haben wir jetzt auch noch nicht so viel davon. Und Nahrung verkaufen wir jetzt immer so. Ich weiß nicht, warum Nahrung Gras, warum Gras Nahrung ist, aber wir verkaufen das einfach mal, damit wir das sozusagen haben. Wir verkaufen halt aktuell Gras. Wir sind ein Grasexporteur. Wir sind die Niederlande. Seit wir umgestellt haben, ist zumindest klamottenmäßig, es geht jetzt sehr, sehr viel schneller. Und der Bauernhof bringt uns nicht so viel, wie ich gehofft habe. Obwohl jetzt da theoretisch alle drin arbeiten, wir können auch zum Beispiel die Tragekapazität mal erhöhen. Das erste Baby. Und Bronzewerkzeuge fehlen. Können wir das einkaufen? Oh, hier ist noch, im Markt ist noch alles offen. Ich hätte gern jemanden, der im Marktplatz arbeiten möchte. Können wir das Baby in den Marktplatz setzen? Nö. Schade. Das Kind mal arbeiten. Lagerkapazität plus 200. Nee, das hilft mir ja auch nicht. So, wir haben noch 6 Schlafplätze über. Hier arbeitet auch noch keiner. Das heißt, wir haben noch keine Möbel. Das heißt, die ganz großen... Sachen können wir noch nicht bauen. Also wir haben das Gebirge entdeckt. Genau, das Gebirge ist halt das. Hier gab es dann Kupfer. Also, und hier gab es kaum was zum Anbauen. Genau, das da waren wir ja bei der... Wo war ich jetzt? Bei dem... und da kamen wir rein und haben hier oben eine Siedlung gegründet und haben dann, ja, der Winter hier so unglaublich lange ist, das Problem gehabt, dass wir nicht wussten. Ich glaube, wir sind fast alle weggestorben, ne, als wir das damals in der Beta gespielt haben. So, die Küste kennen wir. In der Küste gibt es gleich 2. Grob gehauenen Stein und rohes Holz. Dann schicken wir einfach mal beides hin. Kontakte knüpfen. Und gucken, dass wir dann irgendwie nachher an Aachen kommen. Das Brot habe ich nicht, Steinblöcke haben wir nicht. Warum eigentlich nicht? Brauchen wir eine größere Bäckerei? Nee, eigentlich nicht, weil wir haben jetzt ja nicht gerade viel Getreide oder sowas über, ne? Können trotzdem eine Bäckerei bauen. Es hilft ja, es wird ja alles schneller. Was ist denn das für eine Materialkiste? Wo kommt die denn jetzt her? Und kurz überlegt, halt hier den Backofen abzureißen. Wir können aber zum Beispiel auch einfach die Bäckerei. Wo war sie? Da ist die Bäckerei. Die setzen wir jetzt auch hier oben hin. Danach können wir halt den Backofen abreißen. Genauso wie wir hier unten theoretisch die kleine Fischerei abreißen können, um die große zu bauen, ne? Also Fischerei statt dem Angelplatz. Kann ich nicht bauen, weil nichts Interessantes in Reichweite.
Wollen wir jetzt nicht bauen hier? Warum geht das nicht? Ich muss es nicht an Land. Jetzt gedacht, weil das Boot, das sieht aus, müsste es im Wasser sein. So, nur mal so ergibt das Sinn. So ergibt das voll Sinn. Und dann bauen wir den Straßen, den haben wir hier vorne ran. Dann können wir das ja auch abreißen. Muss man schon ein bisschen gucken, damit man weiß, wo man das hinbauen kann, ne? So, der braucht nicht viel. Viel braucht die neue Bäckerei. Und viel auch nicht, aber die braucht einfache Kleidung. Was doof ist, so kurz vorm Winter, aber. Naja, was soll's. Kriegen wir hin. So, Bäckerei ist fertig. Das heißt, die kleine Materialkiste nicht, sondern. Der Backofen wird eingerissen. Wer arbeitet hier drinne? Vincent. Weißen. Und Vincent geht jetzt in die große Bäckerei. Er braucht da weniger Holz für. Und lagert ein bisschen mehr. Jetzt haben wir hier Materialkisten, ne? Will ich auch abreißen? Wo landet das Zeug denn dann? Weiß ich nicht. Irgendwo. Möbel haben wir immer noch nicht. Okay, der Bauernhof ist voll. Die Sammelhütte auch. Jetzt könnte man theoretisch, glaube ich, erstmal so, man lässt das so lange laufen, bis alle Gebäude, die man hat, voll sind mit Leuten. Kann man irgendwie abschätzen, ob das dann reicht? Aktuell haben wir immer noch das Nahrungsproblem. Ne? Wir kriegen immer nur die Nahrung so für einen Tag zustande. So im Winter ist sie da relativ lang. Jetzt haben wir irgendwie nochmal zwei Kinder gekriegt anscheinend. Die sind nur direkt 2 Jahre alt. Immer etwas. Da sind unzufrieden, aber es ist auch noch vollkommen normal. Ist auch nicht schlimm. Ich hätte gerne die Fischerhütte fertig, dann kann ich nämlich das hier abreißen. Weil noch gibt es halt einen Angelplatz. Ist halt eine Nahrungsproduktion, ne? Dann sieht, wie schnell die Familien wachsen. Wahrscheinlich auch pro Jahr, ne? Ein Jahr ist ein Jahr, eigentlich. Würde Sinn ergeben, zumindest. Ah, 33 Bretter noch. Haben wir denn so viel Holz? Nein, haben wir jetzt aktuell nicht, ne? Rohes Holz. Wo ist das rohe Holz? Das ist rohes Holz. 98. Da müssen Bretter draus gemacht werden. Was macht ihr beiden? Aktuelle zweite anzuschaffen bringt nichts. Wir können auch jemanden aufnehmen. Corinne ist jetzt da. Die könnte theoretisch auch hier arbeiten. Aber noch mehr Holz. Corinne macht das schon. Hier findet schon irgendwo einen Job. Corinne arbeitet jetzt auch am Brunnen. Das ist ein entspannter Job, ne? Ja, hat sie sich richtig gut ausgesucht. Ich gehe an den Brunnen, da muss ich nicht viel machen. Du könntest natürlich auch dem Vincent helfen oder sowas in der Bäckerei. Was uns auch nicht hilft, glaube ich. Na, ne? Nee. Außer kriegst du Essen aus Gras hin. Das Essen aus Gras ist aktuell ein Problem.
Also wir bauen jetzt noch mal eine kleine Tür. Hier noch eine Straße bauen. Den großen Hütten glücklich. Ach Gott, was kann man hier alles noch extra für Verbesserungen? Mit Haustieren noch mal extra Komfort und dann noch ein Bonusschlaf plus 10, damit die noch besser ausschlafen können und rohes Holz und dafür brauchen sie sicherlich ein Möbelstück. Andor, Halli, Minsk und Silvia schlafen hier alle drinnen. Wird schon. Jetzt wird schon. Brauchen mehrere Ställe vielleicht irgendwann? Nee, ne? Noch mehr Tiere. Man kann die, die Anzahl an Verbesserungen, genau, da war irgendwas. Da war irgendwas. Das reicht immer noch nicht, ne? Wir haben jetzt, also wir haben 4 Leute beim Bauernhof am Arbeiten und wir haben 4 Leute und 3 Leute in der Sammelstube arbeiten. Wir haben einen Fischer und eine Jägerin. Und das reicht nicht, um die. Und wir haben halt noch den Stall mit der Molkerei und so weiter. Das reicht alles einfach nicht. Dass wir die 25 Leute hier heile durch die Jahreszeiten kriegen. Also ich hätte doch schon ein bisschen mehr nachher, aber also weniger Probleme erwartet. Das Essen haben, also trinken haben wir, aber das Essen ist wirklich ein Problem. Weil das wilde Getreide sehr viel weniger Getreide bringt als das. Gönn ja einfach, wir haben ja gerade nichts Besseres zu tun. Wir bauen jetzt einfach noch mal ein paar Weizenfelder. Die Baukosten dafür sind Rinde, Wurzeln, Sprossen. Haben wir nicht auf Lager, ist ja nicht schlimm. Finden wir nachher noch. So. Mal gucken. Natalie ist da. Natalie hat anscheinend schon einen Job gefunden. Ich weiß nicht wo, aber Natalie hat schon einen Job gefunden. Yeah, wir haben 2 Jahre überlebt. Aber nicht wirklich gut. 28 sind wir noch. Wir haben Wohlstand plus 1. Dann war gar nichts mehr. Wir haben nichts mehr. Das Einzige, was wir haben, ist Wasser. Weil irgendjemand sich entschieden hat, dass es voll cool ist, dass noch jemand anderes hier, dass Corinne unbedingt hier arbeiten wollte. Schmeißen wir hier wieder raus. Corinne schmeißen wir hier wieder raus. Da brauchen wir sie nicht. Da brauchen wir sie nicht. Da gibt es noch nicht. Ich schmeiße sie erstmal hier rein. Optionale Arbeitskraft. Wir hoffen, dass sie dann hier arbeitet. Dass einfach mal fertig ist, das Ding hier. Oh, schon wieder jemand tot. Natalie ist gestorben. Eisiger Winter. Das ist schlicht. Natalie nicht gerade erst neu dazugekommen. Oh, es werden so viele sterben. Oh, der Winter ist aber fast so. Fast. Einfach mehr Leute aufnehmen. Je mehr Leute wir haben, desto mehr können wir auch erfrieren. Nein, wir schaffen das. Guck mal, einen Wintertag haben wir noch. Fischerei ist fertig. Annehmen, direkt noch den nächsten. So, hier schmeißen wir die Alexandra raus und reißen das Gebäude ab, weil jetzt nämlich
Die Numea und die Alexandra, warum die schon wieder ist? Was macht die denn? Ach, die arbeitet jetzt in der Schneiderei. Na gut. Ist sie krank? Also jetzt nicht, weil sie in der Schneiderei arbeitet und sich einen Job mit Calum arbeitet, sondern wegen dem Zeichen hier. Ich bin krank. Das ist schlecht. Was hast denn du? Defekte. Die Paarungszeit ist von Januar bis Dezember. Schön, ich wollte wissen, warum du krank bist. Genetische Defekte. Ah, nee, Effekte. Du bist langsam. Ist das alles, was er hat? Von 16 bis 36 zeugungsfähig. Na dann. Hier steht jetzt aber nicht genau bei, welche Krankheit sie hat, ne? Nur sie ist krank. Okay, lassen wir uns überraschen. Und hoffen erstmal, dass das hier so alles funktioniert, wie soll. Was ist hier? Streamlabs stellt jetzt Möbel her. Okay, das heißt, wir können jetzt die großen Buden bauen? Nein, können wir nicht, weil wir brauchten da keine Möbel für. Wir brauchten da Bronzeteile für und die haben wir nicht. Wir können jetzt aber erstmal eine Schankstube bauen, oder? Genau. Ich hält euch ja mal einen weg. Ich stelle mal nämlich jetzt dahin, die Schankstube. Das ist eine etwas lautere Nachbarschaft dann für die anderen, aber es ist ja nicht schlimm. Ja, und dann hoffen wir mal, wir haben in diesem Winter auch nur einen wieder verloren. Ganz entspannt. Bauen jetzt erstmal wieder neue Häuser, aber wieder, leider doch nur die kleinen Hütten. So. Ich möchte gerne noch eine große eigentlich nachher hier haben, aber das wird nicht passen, ne? Das könnte man abreißen, könnte man größere raussetzen. Sind ja aktuell 4. Braucht aber den Platz. Hier sind es ja 8 und hier braucht ihr den Platz für 4, ne? Na, mal gucken. Handdrehmühle. Gibt es da eine neue Mühle? Auch wenn wir einen neuen Bäcker haben? Nee, ne? Wir haben zwar einen Bäcker und eine Schreinerei und eine Schneiderei. Die Schreinerei stellt nur Möbel her, ne? Voll doof. Damit könnte das jetzt hier theoretisch verbessern, ne? Indem man zum Beispiel sagt, hier, was war das hier mit den Möbeln? Bonus, ihr könnt besser schlafen. Können wir noch irgendwas Cooles machen? Wir bauen mal ein Rathaus. Mich würde mal interessieren, was dann passiert. Nein, wir lassen euch nicht mehr arbeiten. Ich bin trotzdem noch überlegen. Wie ich auch nicht besser schlafen lasse. Jetzt haben wir nämlich extra eine Möbelbude. Und keiner weiß, was wir damit machen wollen. Was haben wir für sowas? Hier brauchen wir Möbel. Da brauchen wir Möbel. Ihr verarbeitet schneller. Brauchen wir das? Ja, für das Gras, ne? Ja, verarbeitet doch schneller. Warum nicht? So, war's schon. Ui! Fettes Rathaus. Was bringt mir das jetzt? Was bringt mir dieses riesige Rathaus, Gemeindezentrum, Dings? Wo sehe ich denn jetzt was? Was ist denn das hier? Lager. Wir haben ganz viel. Drei Dreck. Wie viele Leute noch nicht beschäftigt sind? 94? Ja, Kinder. 2 Kinder. 3 Kinder. 4 Kinder. 5 Kinder. 5 Mäuler, die nichts dazu. Ein Sechstel hilft nichts. Das trägt nichts bei. Also, was ist jetzt hier passiert? Warum haben wir jetzt keine Kleidung mehr?
Ihr macht das schon. Welchen Engel? Streamlabs ist unzufrieden, bald krank. Ist nicht schlimm. Wir haben noch ein Nahrungsproblem, auch wenn wir jetzt ganz viel Futter haben. Weil wir, so viel, wir haben wieder so viel Gras. Wir haben ganz viel Gras über. Was mache ich denn jetzt mit dem ganzen Scheiß Gras? Wir haben ja schon versucht, Gras zu handeln, aber irgendwie will das anscheinend keiner haben. Ne, Gras verkaufen reißt es gerade nicht so raus, ne? Stellen wir gerade fest. Wir machen zwar Plus damit, aber nicht wirklich viel. So, jetzt haben wir jemanden angenommen, Waldraut, und stellen fest, wir haben gar keinen Wohnraum mehr. Weil keiner die Hütten hier bauen möchte. Baut die mal. Weil uns Rosholz und Bretter fehlen. Rosholz tatsächlich. Was ist denn jetzt passiert? Ah, das Holz ist weg. Fälle, Bäume sammeln, Äste sammeln, Pilze. Ja, wo kommen wir jetzt hin? Ja. Wann wachsen wieder neue Bäume? Da sind wieder Bäume am Wachsen. Dauert ein bisschen. Das heißt, wir brauchen mehr Bäume. Eine Försterei, wo sitze ich hier denn? Hier hinten diesen riesigen Wald abholzen. Aber ist ja der Laufweg zu lang. Ist der aber überall, ne? Hier kommen wir nicht mal rüber. Hier wird das gehen. So. Und damit haben wir hier oben noch eine weitere Försterei. So, hast du alles fertig gemacht? Wir brauchen ja auch Holz für, das wir nicht haben, ne? Das ist nicht mehr zu knapp. Also hier fällt zwar ab und zu mal ein Baum, aber wo er den hernehmen will, weiß ich gerade auch nicht. Nee, ich kann die neuen Leute auch nicht annehmen, weil die haben ja keinen Schlafplatz. Wäre voll unfair, wenn die einfach irgendwo hinsetzen. So ohne Bett ist halt doof, ne? Was heißt das jetzt gleich wieder? Wir haben kein Feuerholz und haben deswegen dann auch wieder nichts zu essen, ne? Boah! Teufelskreis! Könnt ihr nicht einfach am Gras knuspern? Jetzt haben wir das ganze Getreide und das ganze Fleisch und es wird nicht verarbeitet, weil das Feuerholz fehlt. Aber zu wenig Holz haben. Was ist denn das hier? Wird denn das hier gebaut? Wird denn das geplant? Oh Mist hier. So. Hier wieder abreißen? Ja. Weg, weg. Nee, das anscheinend nicht. Ach, klar, Wege kann man nicht abreißen. Na gut, da gibt es halt eine Doppelstraße. Ja, ich wollte gerade sagen, hätte sich hier bauen müssen und dann einziehen, aber irgendwie scheint es direkt neue Kinder gegeben zu haben, dass wir keinen Platz haben. Das ist auch eins der neuen Gebäude gewesen. Bonusschlaf. Nein, das ist ja nicht. Ja, vielleicht gibt es etwas für Bonusplatz, aber es sieht nicht so aus. Die verbrauchen auch Holz. Ne, ja, Feuerholz im Winter. Das ergibt auch voll Sinn. Nur voll doof. So, jetzt kommen wir hier hinten hin. Da fehlt auch Holz. Fehlt einfach nur überall Holz. Alles andere haben wir. Also Bretter fehlen vor allem. Oh, wir haben mal einen annehmen. Neuer Bewohner. Ich weiß nicht, wo die arbeiten, aber
Sag mal Sommer. Rose ist auch da. Noch keinen Unbeschäftigten, oder? Außer den Kindern. Kann man hier noch nicht sortieren? Nee, ne? Sieht jedenfalls nicht so aus. Ihr seid jetzt 3, 3, 2. Waltraud hat keinen Job. Fiona und. Ja, und Fiona auch nicht. Fiora. Jetzt ab. Glaube ich. So, Samuel sitzt erstmal hier, weil die Kneipe steht. Jetzt brauchen wir noch mehr Hütten. So, wenn das jetzt aber auch fertig ist, muss das Holz auch verarbeitet werden. Dann brauchen wir einen Sägeplatz. Stellen wir mal einfach direkt davor. Das will ich auch keinen umbringen. Und erhöhen wir das gleich. So. Jetzt brauchen wir die anderen Wohnhäuser. Das haben wir es nahrungsmittelmäßig immer noch nicht hingekriegt. Ja, ich das Gefühl, das wird nie was werden. Aber Nora ist auch da. So, gleich die nächsten. Karl. Dieser Unbeschäftigte. Nora und Karl haben keinen Job. Das heißt, Nora und Karl. Dann brauchen wir eigentlich hier noch mehr. Also die Frage ist, wie viel kann so ein so, wie viel kann da so ein Bauernhof jetzt schaffen? Hier unten haben wir ja auch noch Platz. Bis hier. Das heißt, wir auch hier. Weizenfeld. Ich hoffe, dass es vielleicht so funktioniert. Ich weiß es halt gerade nicht. Die vier Verbesserungen hier sind durch beim Feld. Es können auch vier Verbesserungen theoretisch hier. Ja. Macht das schneller, nimmt noch die Tücher und lagert mehr ein. Damit wäre das ja auch durch. Die Leute sind da. Kann auch bei der Bäckerei sagen, so, ich hätte gern zwei Leute mehr in der Bäckerei. Das hilft nur nicht. So, soll schneller das Holz da abhauen. Die Steine meine ich. Kann noch einen weiteren Stein Schmelmetz hier irgendwo reinklatschen. So. Man weiß ja nie. Hier packen wir auch mehr Leute rein. Wenn wir mehr Leute kriegen, sollen die da auch arbeiten. Dasselbe wäre auch hier unten bei der Fischerei.
Wenn noch einer kommt, soll er hier ackern. Ihr füttert Fische mit Gemüse oder mit Mehl? Ah, füttern wir jetzt Fische mit Mehl? Wir haben ja ein Essensproblem. Ich kann hier nicht mit Mehl füttern. Ich will mit Fleisch füttern, falls wir eine Piranha-Zucht anfangen möchten oder sowas. Das heißt, ich baue noch einen Bauernhof? Wäre ja theoretisch nicht mal so falsch, oder? Noch einen Bauernhof zu bauen, irgendwo hier so? Ich weiß es halt nicht. Bei Wildfrüchte lassen wir noch stehen. So. Das Busch, Kaktus, Gras, Obstbäume. Was haben wir denn noch? Palm, nein. Gras. Busch. Ich weiß nicht, ob die Büsche jetzt wirklich was bringen. Müsste ja auch Früchte oder sowas drauf wachsen, oder? So. So, und der Bauernhof ist voll wichtig. Brunhilde kommt nämlich jetzt. Brunhilde arbeitet jetzt hier? Nee, arbeitet Friedrich. So, es brauchen noch Tonwaren. Und auch noch mehr Leute. Und einer über ist, können wir es machen. Ist aber nicht. So, 3, 2, 1. So. Und wenn jetzt die Leute über sind, packen wir die einfach hier rein. Haben wir jetzt noch nicht, ne? Das heißt aber, da nehmen wir den Haken wieder raus. Zweiten Jäger will ich jetzt auch nicht. Ich will jetzt alle Leute, die sonst haben, doch noch hier in dieses Feld hier stopfen. In diesem Bauernhof. Ja, sollten eigentlich genug Leute noch reinpassen. So, Marco, das ist dein Bauernhof jetzt hier. Du machst das. Die Bäckerei backt jetzt nicht. Weil wir kein Feuerholz haben? Doch, haben wir. Es fehlen schon wieder Wohnräume, ne? So. Zwei kleine Häuschen. So, wieder langsam wird es für den Sammler hier ein bisschen knapp, ne? Wir können den abreißen und hoffen, dass die Leute alle nicht oben hingehen. Ne? So. Dann noch die Drehmühle hier. Die gibt es immer noch nicht in größer. Es gibt nur die kleine Handdrehmühle. Die setzen wir mal dahin. Nochmal zwei Drehmühlen. Man weiß nie. So, sind die jetzt hier hingegangen? Ja, okay. Schneller.
Das haben wir noch nicht. Ein bisschen mehr Platz. So, wenn die beiden Mühlen hier fertig sind, reißen wir die auch noch ab. Die hier. So. Dann hier die Erika rein. Diese Felder werden ab. So, das hier auch. Oh, tierische Beklauen wie den Förster. Ist aber nicht schlimm. So, und hier müsste doch jetzt wie irren Sachen gesammelt werden. Ja, hauptsächlich Gras. Wie so oft. Was mache ich mit diesem verdammten mehr Ställe betreiben, weil dafür wird es ja verbraucht. Ja, füttern ist ja Gras. Wir haben 185 auf Lager. Wir haben 2000 Gras auf Lager. Boah, hungern wir wieder alle. Also wir haben aktuell 50. 51, Entschuldigung. So, den Winter ziehen wir jetzt auch durch. Wir hoffen, dass es überleben. Mehr Leute. Berufsmäßig haben wir erstmal Platz. Klicken wir das anzuzeigen. Was ist jetzt hier? Hast du drei Leute frieren oder was? Was ist das hier? Regnerischer Sommer. Alle sind schlecht gelaunt. Das ist aber nicht schlimm. Drei mies gelaunt. Das ist einmal Erika. Erika ist mies gelaunt. Ich friere anscheinend. Und bin krank. Ja gut, ein bisschen gestört muss man sein. Nicht schlimm. Gehört dazu. Lass uns doch mal hoffen, dass hier jetzt keiner mehr friert. Motten haben wir genug, nur das Essen halten. Ich werde alle verhungern. Und nicht so, dass wir nicht genug, eigentlich nicht genug Leute hätten, aber. Ist das Feuerholz, das fehlt? Nein, wir haben Bretter, Feuerholz. Wir haben ganz viel Feuerholz. Also die Bäckerei und so müsste eigentlich ohne Probleme arbeiten können. Nur genug Leute da. Das Mehl fehlt nur. Das ist nicht viel. Fleisch haben wir da nicht so viel für hier, für euch. Da packen wir mal, Johanna ist jetzt auch hier. Wie viele Arbeitslose haben wir denn jetzt? So, ihr seid vier, ihr müsst noch nicht arbeiten. Das ist drei, du auch noch nicht. Drei, 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 drei. Drei. Zwei. Ne, wir haben einen einzigen, der Volker. Volker ist der einzige, der aktuell nicht arbeiten muss. Wo gehört denn nee, der Volker kann mit jagen gehen. Dann sind wir die Arbeitslosen erstmal wieder. Mal direkt wieder. Der nächste, der kommt, der kann auch mit jagen gehen. Ja. Den fiesen Rotwild mal auf die Pelle rücken können. Wir müssen nur aufpassen, wir dürfen nicht zu viel jagen, sonst ist es weg. Ich weiß auch nicht wie genau, wie gut sich die Population von den Tieren dann erholt. Wenn wir zu viele Jäger haben hier in der Gegend. ...0,3 Nahrung. Wir haben nicht. 55. Wir jetzt vorhin auch schon 5 waren. Wir haben 54, oder? Wir haben ein Kind dazu gekriegt. Ich trau dem Braten hier gerade nicht. Aber es ist keine Nachricht, dass jemand gestorben ist. Es ist einfach nur. So, Frühjahr. 56. Neues Kind, neues Glück. Perfekt. So. Ich werde aber, es ist die üblichen 11 Uhr, ne? Wir kennen das, ja. Also,
wir haben jetzt das, es ist ja viel, wir haben 3 Jahre geschafft. Nicht sehr berauschend, wie wir es geschafft haben, aber das Dorf lebt, es lebt, es ist ein schönes Dorf. Es ist ein kleines, schönes Dorf. Ich mag das immer noch, auch wenn es nicht mehr Circle of Kerzhoven heißt, sondern Of Life and Land. Bauen wir auf alle Fälle nochmal weiter rein. Nur nicht morgen. Morgen muss ich zwar Fortress spielen. Das sage ich jetzt schon, weil ich muss zwar Fortress spielen. Ich habe nämlich für meinen YouTube-Kanal gar nichts mehr. Und weil du auch Fortress sagst, da kann ich über allen möglichen Scheiß quatschen. Da quatschen wir mal über ein bisschen über meinen Kurzurlaub und so. Und wie auch immer. Ich müsste auch meinen Schachspiel mal wieder machen. Aber das erzähle ich jedes Mal. Deswegen nehmt das nicht so nicht zu ernst. Wir müssen ihn ein bisschen nachher aufräumen. Wenn wir das nächste Mal bei hier in Kerzhoven vorbeischauen, müssen wir hier das Zentrum mal ein bisschen aufräumen, dass wir die kleinen Hütten los und mehr von den großen bauen. Wir müssen uns um Kupfer und halt dann mit Bronze kümmern. Generell ein bisschen um die Bergbausachen, dass wir da weiterkommen und so. Aber erst einmal haben wir ein schönes, entspanntes, gemütliches Dorf, das nur im Winter ein bisschen Panik schieben muss, dass nicht alle verhungern. Und jetzt gucke ich mal, ob sonst noch irgendjemand hier Kerzhoven streamt. Gibt's das? Bestimmt. Also jetzt, nein, auf Life and Land. Das sollte ich nur auf Deutsch... anders nachgucken, damit ich weiß, ob es ein deutscher Streamer ist. Wenn ich euch schon weiterschicke. Auf Life and Land. Wer streamt das denn jetzt aktuell? Da gibt es ein paar sogar. Das ist eine gute Frage. Ich schicke euch weiter zu... Ich kenne die nicht. Ich kenne die beiden nicht. Drei nicht. Es gibt 3 deutsche Streamer, die das machen. Ich schicke euch zu dem aktuell größten, einfach weil, warum nicht? Der wird das dann ja gut machen, ne? ja. Gut. Ich schicke euch zu Mr. Marzi. Ich kenne ihn nicht. Vielen Dank, dass ihr da wart. Wie gesagt, morgen ist dann war Fortress, wie sonst auch hier mal so zwischen 20:30. Und dann gucken wir uns da weiter unser Zwergendorf an. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Ich würde mich euch freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Und irgendwann die nächsten Tage schauen wir auf alle Fälle in Life and Land nochmal rein oder in Kerzhoven. Einfach, ich mag dieses eigentlich sehr entspannte Spiel, außer wenn ich es spiele, bei mir verhungern sie im Winter alle. Das ist immer ein bisschen stressig, aber was soll's. Dann bis zum nächsten Mal. Ich starte den Raid und bis zum nächsten Mal. Tschüss.